Ja, moin, ich habe gerade eben das Video abgedreht, was du gleich sehen wirst. Und es war phänomenal. Es geht um Vitamin E, D. Auch Vitamin E. Es geht aber auch um Omega-3. Und große Diskrepanzen, was Ernährungsstudien und diese Studien um Omega-3 und Vitamin D angeht. Mega interessant. Musst du unbedingt sehen. Geht los. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Herzlich willkommen in unserem Format Schubfrei, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Es geht heute um die große Frage, wirklich unbekannte Ursache bei Crohn und Colitis. Das Video hat mir der liebe André geschickt. Grüße gehen raus. Und wir müssen mal gucken, ich habe es noch gar nicht gesehen. Aber mal sehen, ob da eine Antwort kommt und welche Antwort da kommt und was ich darüber denke. Weil wir werden hier mit einem Dr. Med Schmiedl sprechen, das werden wir gleich kennenlernen. Und mal sehen, ob da wieder die gleiche schulmedizinische Ansicht kommt oder vielleicht mal was ganz Neues. Wir möchten heute über die chronischen Darmentzündungen sprechen. Woher kommen sie? Wieso sind sie entstanden? Was kann man gegen tun? Was entsteht aus einer chronischen Darmentzündung? Kommen da noch Krankheiten hinzu? Das möchte ich alles mal wissen vom Dr. Med. Ja, ne? Wird ganz oft gar nicht drüber gesprochen, was da noch für andere Erkrankungen kommen können, wenn wir uns nicht mit dem Thema beschäftigen. Das ist immer so eine Sache, da spreche ich in meiner ersten Session mit neuen Klienten drüber, die gute und die schlechte Nachricht. Und die schlechte Nachricht wäre dabei, dass man was machen muss. Weil sonst kommt nur das nächste Symptom und das nächste Symptom. Weil eine gestörte Verdauung macht die Türen offen, ne? für alle möglichen Krankheiten. Volker Schmiedl von der Paramed in Baar, er ist heute wieder da. Ganz herzlich willkommen, lieber Volker. Sehr gerne. Ja. Chronische Darmentzündungen, das ist, glaube ich, auch Morbus Crohn, oder? Warum steht denn da ein Computer mit Haufen Kabeln in der Mitte von dem Gespräch? Wer hat sich denn das Szenenbild überlegt? Hä? Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind die beiden wichtigsten Vertreter. Und wie merkt jemand, dass er das hat? Die Erkrankung beginnt meistens mit einem Schub. Warum muss der Rechner dort stehen? Das lässt mich jetzt nicht mehr los. Warum muss der Rechner genau da stehen? Warum kann der nicht woanders stehen, so wo die Kamera ist, dass man da mal hinguckt? Warum muss denn der dazwischen die Leuten stehen mit den Kabeln? Fuck, das wird mich eine ganze Woche beschäftigen jetzt. Und das merkt man dann schon. Also wenn man 15 Mal am Tag aufs Klo rennen muss, das merkt man. Mhm. Dünne Stühle, auch blutig, bei Colitis ulcerosa noch öfter blutig als beim Crohn, aber es kann auch beim Crohn blutig sein. Mhm. Also dieser sehr rasche Beginn und der sehr heftige Beginn, also da wird man sehr schnell hellhörig und dann sind die Ärzte sehr schnell mit der Koloskopie dabei und dann nehmen die eine Probe aus dem Darmschleimhautgewebe. Und dann steht die Diagnose in der Regel sehr, sehr schnell fest. Ist das häufig in der Schweiz oder deutschen Bevölkerung? Ja, das ist schon häufig. Das sind sechsstellige Zahlen, die da zustande kommen können. Ja, okay. Es wird immer größer, die Zahl. Es wird immer mehr. Also, als ich angefangen habe, waren es noch 300.000. Im ersten Video spreche ich von 300.000. Jetzt sind wir bei 400.000. Das wird immer mehr. Also, es ist nichts, was man unter den Teppich kehren sollte als Anomalie. Oder es betrifft halt manche Leute. Nee, das ist was, das kommt, hat gewisse Ursachen. Und wir scheinen immer weiter in die Richtung zu gehen. Oder vielleicht werden auch Nährstoffspeicher langsam leer von verschiedenen Menschen, die dann wieder Kinder bekommen, deren Nährstoffspeicher schon gar nicht gefüllt sind, wenn sie auf die Welt kommen und so weiter. Zellnahrung ist ein gutes Buch. Ja, traurig, okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du für Folien mitgebracht hast, wenn wir da starten dürfen. Ja, da es ja um eine Entzündung geht, kommen natürlich unsere klassischen Anti-Entzündungsstoffe Vitamin D und Omega-3 wieder zu Wort. Erstens, wenn der das Slides auf dem Laptop hat, oder den Laptop, den Rechner, dann muss der trotzdem nicht dort stehen. Dann kann man sich ein Tablet nehmen oder sowas für die Slides, um das zu steuern. Erster Punkt. Zweiter Punkt, entzündungshemmende Stoffe, Vitamin D und Omega-3, das wird ein interessantes Video, weil das sind zwei Sachen, von denen ich nichts halte, persönlich. Vitamin D-Supplementation, Omega-3-Supplementation ist wo es nicht so einfach ist. Und diese Studien, die da sind, die es da gibt, die da sagen, das ist anti-entzündlich und so weiter, soll wohl so sein, dass Vitamin-D-Supplementation immunsuppressiv ist und das gleiche mit Omega-3-Fettsäuren auch passieren kann. Das ist aber alles, Omega-3-Fettsäuren sind mehrfach ungesättigt, die oxidieren also. Mir fällt sowas leider sofort auf und damit will ich die Person gar nicht selber irgendwie jetzt anprangern oder was weiß ich, aber genau diese Flecken hier,
die er da im Gesicht hat. Das sind Altersflecken. Und die nennen sich Lipofuscin und die kommen vor allem von Omega-3 mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die reagieren mit Eisen, mit Östrogen, mit Aluminium, noch mit auch anderen Geschichten. Und vor allem Sonneneinstrahlung bringt das dann vor allem noch hervor. Ich habe das an der Schulter hier. Ganz viele, wie Sommersprossen sieht das aus. Als ich auf dem Camino wandern war, ja, das war die Zeit, wo ich Omega-3 und Vitamin D auch supplementiert habe. Und insgesamt, wir sind alle aufgewachsen mit frittierten Mist, den wir gegessen haben, in Pflanzenöl. Das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und das, da habe ich mich hier sehr stark verbrannt und 1000 von diesen Punkten. Ne? Und das ist Lipofuscin. Das ist die Reaktion. Das ist nicht gut. Weil wenn das außen ist, das auch innen. Und wenn das hier ist, ist das auch hier drin, im Kopf. Ne? Das ist ein Lipofuscin kann auch im Darm sein. Sprechen manche von Crohn-Colitis, ne, als Ursache. Und es kann auch im Gehirn sein. Da sprechen wir vielleicht von Demenz oder von Alzheimer. Sport, ganz klar. Aber ich habe auch ein paar ganz andere Stoffe noch mit dabei, die man so unmittelbar auch nicht auf dem Bildschirm hat beim Thema Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Also wir steigen in die Krankheit rein, aber die Frage ist, kann ich es auch verhindern, dass es überhaupt kommt? Gibt es irgendwo den Punkt, wo der Mensch, der Zuschauer zu Hause sagt, oh, jetzt ist 5:05, könnte ich das dann noch abwenden? Nein, das merkt man eigentlich nicht. Also vielleicht, wenn man vielleicht alle 3 Monate eine Stuhluntersuchung machen würde und würde da die Entzündungswerte messen und würde sehen, oh, da steigen ja Entzündungswerte an, dann könnte man das vielleicht rauskriegen. Sonst gibt es meines Wissens keine Frühwarnzeichen. Das ist wieder diese Sichtweise, dass diese Erkrankung halt, dass die gar nicht bemerkt wird, bis sie bemerkt wird, so ungefähr. Aber ich bin mir sicher, dass es vorher schon Anzeichen gibt, im Unbewussten, in unserem Unbewusstsein, dass es da erhöhten Stress gibt und so weiter. Den habe ich selber persönlich gar nicht mitbekommen. Und ich glaube aber, wenn man den selber vorher mitbekommen würde, könnte man wahrscheinlich da ansetzen und das Risiko vielleicht senken. Meine Meinung. Es ist einfach immer wieder das Gleiche, ein gesunder Lebenswandel, gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, gesunde psychische Ausrichtung. Und dann sind die besten Voraussetzungen eigentlich da, ein gesundes Leben zu führen. Ganz genau, wir werden ja einige... Ja, nur so einfach ist es leider nicht, wie er das so sagt, aber das ist im Endeffekt genau das, was ich auch sage. Also, was meine Arbeit ist, falls du es nicht verstanden hast, falls also nicht genau kommuniziert wurde von mir persönlich. Wir wollen nicht auf Symptomjagd gehen, wir wollen nicht gucken, was hilft mir bei Durchfall, was hilft mir bei blutigen Stuhlgängen. Das ist gar nicht meine Arbeit wirklich, das mache ich wirklich ungern, dass ich da Tipps dazu gebe, weil da Medikamente wirklich... ja, gut helfen können. Was ich eher sehe, ist, wir wollen einfach alles Mögliche tun, damit wir einen gesunden Körper haben und einen gesunden Darm haben. Wenn ich also meinem Körper hundertprozentig Unterstützung leiste, indem die Psyche so läuft, dass der Körper, sag ich mal, mehr im Ruhen- Verdauungsmodus ist und mehr friedvoll durchs Leben geht und die Ernährung passt und auch die Physiologie, die Körperhaltung, die Atmung und so weiter und so fort, dann geben wir eigentlich dem Körper alles, was er braucht, um sich selbst zu heilen. Das ist so mein Approach, weil ich nicht glaube, dass es irgendwann mal ein Medikament gibt, was du einwirfst und dann ist es weg, Morbus Crohn. Da kommt was anderes. Ein Wirkstoff hat auch immer Nebenwirkungen. Also. Und insgesamt ist es nicht einfach was man sich einfängt, sondern es ist ein Resultat aus vielen verschiedenen Faktoren. Ja, und die sollte man angehen. Die wirklichen Ursachen. Da soll man Lebensstil verändern und wie wir denken und so weiter. Das ist wichtig. Risikofaktoren oder Schutzfaktoren noch kennenlernen. Was ganz klar ein Risikofaktor ist, das ist die westliche Lebensweise. Mhm. Was immer das ist, ja. Finde ich gut, dass er das sagt. Was immer das ist, weil ganz schnell westliche Lebensweise, ach ja, Fleischkonsum, ach ja, Fastfood, ach ja, was weiß ich noch. Aber das ist gar nicht so klar, was westliche Ernährungsweise oder Lebensweise, sag ich mal, ist. Ernährung spielt eine große Rolle, die ist im Westen anders. Andere nicht westliche Gegenden essen viel mehr Fleisch. Ne? Also just saying, die essen aber auch viel weniger von diesen Pflanzenölen. Ja, außer wenn sie dann langsam verwestlicht werden, wenn sie dann langsam die westlichen Nahrungsmittel bekommen. Ne? Weston Price ist ein super Buch, was das auch dargestellt hat. Wenn diese ganzen hochraffinierten Lebensmittel ohne Nährstoffe dann auch zu isolierten, gesund lebenden Völkern kommen, dass sie dann genauso krank werden wie wir. Aber insgesamt ist auch die ganze psychologische Ebene eine ganz andere. Also wir erziehen unsere Kinder in der westlichen Welt ganz anders, mit ganz anderen Werten, als es in anderen Teilen der Welt der Fall ist. Also Werte wie emotionale Intelligenz, wie Intuition, wie, keine Ahnung, andere sehr gesunde psychologische Themen werden im Endeffekt gar nicht vermittelt. Also da muss man schon sehr aufgeschlossene Eltern haben, dass sie das mit angehen. Bei uns ja Leistung, ne? Du findest dein Glück im Äußeren, du musst Geld verdienen, du musst Erfolg haben, du brauchst eine Familie, ein Auto und einen guten Job und so weiter. Dein Ansehen muss da sein. Es geht also weniger um den inneren Frieden, um die innere Glückseligkeit als um das Externe, das nach außen hin.
Und das halte ich für ein ganz großes Problem bei der ganzen Geschichte, weil die Heilung findet immer innen drin statt. Und der Darm ist übrigens auch innen drin. Könnte damit zusammenhängen. Was immer westliche Lebensweise ist, aber Tatsache ist, in den letzten 100 Jahren sind die Erkrankungsraten in allen Industrienationen massiv gestiegen. Und in den letzten 100 Jahren ist unser Verzehr von mehrfach ungesättigten Fettsäuren gestiegen und der Fleischkonsum gesunken. Und der Verzehr von gesättigten Fetten gesunken. Ne, wer jetzt immer noch glaubt, Colitis ist eine Sache von Fleisch und gesättigten Fetten, ist gesunken. Und trotzdem steigen die Zahlen. Aber ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also vor allem in Sonnenblumenöl, Rapsöl, Distelöl, Sojaöl und so weiter und so fort, der Konsum steigt immer weiter. Ne? Auch der insgesamte Konsum von, ich sag mal, Backwaren, denke ich, auch sehr viel gestiegen und vor allem auch Portionsgrößen haben sich verändert. Weil wahrscheinlich auch weniger Nährstoffe drin sind. Also McDonald's hatte früher ganz kleine Portionen. Ne? Heute würde dann niemand mehr satt werden. Wirklich der ganz normale Hamburger, wie er heute verkauft wird, mit ein paar Pommes und ein kleines Getränk, das war's damals. Das war das Menü damals. Und heute da kriegst du riesengroße Menüs, weil da einfach nichts mehr drin ist in den ganzen Lebensmitteln. Der Körper, der schmeckt zwar, dass da was sein müsste, aber es ist nicht da. Und dann fragt der Körper nach mehr. Deswegen haben wir so viel Hunger. Ja? Ich habe in der Chicken Nugget Fabrik gearbeitet, da mussten wir Huhnaroma in das Fleisch geben. Weil das Fleisch hat selber nicht nach Huhn geschmeckt. Das ist crazy. Total crazy. Die Hühner haben nicht normal gelebt, die sind nicht normal aufgewachsen, auf jeden Fall nicht artgerecht aufgezogen worden. Deswegen muss da der Geschmacksstoff rein, damit das Fleisch nach so schmeckt, wie es schmecken soll. Was, wenn wir Fleisch so produzieren, dass es so schmeckt, wie es schmecken soll? Würden wir wahrscheinlich weniger essen. Sag ich. Im Moment haben wir gerade so ein Plateau. Es scheint im Moment nicht sehr viel weiter hochzugehen, aber auf einem hohen Niveau. Und im Moment ziehen gerade die Entwicklungsländer weltweit nach. Na, sag das doch. Das habe ich nämlich auch so gemerkt, dass vor allem der Nahe Osten jetzt immer größere Fälle hat. Und ich weiß von meiner Freundin, die Brasilianerin ist, dass Morbus Crohn, Colitis ulcerosa vor ein paar Jahren in Brasilien noch gar nichts war, wo die Leute wirklich wussten, was sie damit machen sollen. Weil das gab es vorher nicht. Deswegen sehr interessant. Also überall, wo man westliche Lebensweise übernimmt, gerade in den Großstädten, dort beginnt auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, wie überhaupt alle anderen Autoimmunerkrankungen und Allergien auch zu explodieren. Hängt alles zusammen. Allergien, Autoimmunprobleme. Ne? Es geht immer um das Immunsystem im Endeffekt. Ich halt da, also gerade das Stadtleben ist halt unglaublich ungesund. Ich wohne in der Stadt, ich weiß das, weil Luftqualität ist schlecht. Man hat eigentlich sehr viel mehr Stress, weil sehr viel mehr Menschen, sehr viel mehr Autos fahren hier rum. Weiß nicht, insgesamt das Stadtleben ist ein ganz anderes natürlich als auf dem Dorf. Stress ist der große Endgegner, sage ich mal. Auf dem ernährungstechnischen, im psychologischen, im physiologischen, da wollen wir ansetzen, Stress im Endeffekt zu verringern. Manchmal müssen wir den vermeiden, manchmal müssen wir auch daran arbeiten, dass wir anders reagieren auf gewisse Stressoren. Oder uns ein Leben aufbauen, wo die Stressoren einfach gar nicht mehr auftauchen. Also es hat mit unserer Lebensweise zu tun. Wie viel daran Stress macht oder Fernsehgucken oder Lebensmittelfarbstoffe oder eben Vitamin D und Omega 3, das wissen wir nicht. Die westliche Lebensweise ist ein Risikofaktor und je natürlicher wir leben, umso mehr Schutz haben wir auch vor diesen Erkrankungen. Ich habe schon mal das Gefühl, dass der richtig stark auf Vitamin D und Omega 3 gehen wird. Werden wir dann noch sehen. Aber das sind schon wirklich valide Punkte. Vor allem finde ich es gut, dass er nicht sagt, ey, ist genetisch. Kannst nichts machen. Einfach irgendwie eine Genmutation gehabt, weil das stimmt so nicht. Ich war bin der Einzige in meiner ganzen Familie, in meiner ganzen Laufbahn, der diese Darmerkrankung hat. So, da kann mir kein Arzt kommen und sagen, ist genetisch. Was eher passiert, ist, dass wir verschiedene psychologische Muster übernehmen. Entweder sind es Ernährungsweisen, also bis du das Haus verlässt, hast du wahrscheinlich 16 Jahre lang mit deinen Eltern gegessen und das gegessen, was die auch gegessen haben. Ja? Und du hast vor allem den ganzen Umgang mit Emotionen hast du übernommen, die Weltansicht, also wie du über die Welt denkst, wie du über dich denkst, das ist auch hochgradig beeinflusst von unserem Vorfall, also von unserer Familie, die Leute, die uns erzogen haben. Da sehe ich eher einen Angriffspunkt, als dass das alles genetisch ist. Das ist immer so eine Ausrede, wenn man dann nicht mehr weiß, woher es kommt, das ist halt genetisch. So. Aber selbst Genetik wird von Umweltfaktoren beeinflusst. Das sind gute Nachrichten. Also selbst wenn du glaubst, ey, ich werde niemals die ganze Geschichte in den Griff bekommen, da denkst du falsch. Nee, aber wenn du denkst, du kannst es nicht in den Griff bekommen, weil es nicht geht, weil es genetisch ist, gute Nachricht ist, da gibt es Punkte, die beeinflussen Genetik. Das ist die gute Nachricht. Generell, also bei den entzündlichen Darmerkrankungen wissen wir es noch, rotes Fleisch
ist da ein massiver Risikofaktor. Bullshit. Ist er nicht. Die Leute haben früher unheimlich viel rotes Fleisch gegessen. Gibt Völker, die hat man untersucht, die waren mega gesund, die haben rotes Fleisch gegessen. Jeden fucking Tag. Das ist kein Risikofaktor, das ist einfach eine dämliche Studie, die gemacht wurde. Weil rotes Fleisch bedeutet, ich glaube, das habe ich sogar in den Kommentaren unten gelesen, die habe ich mir kurz angeguckt, um zu checken, ob das Video überhaupt irgendwie gut ist. Da hat auch jemand reingeschrieben, in diesen Studien, wo rotes Fleisch genannt wird, das hatte ich übrigens auch mit Claire in dem Interview, ja, guck dir das an, das Interview, Fleisch hat mir den Arsch gerettet, da sprechen wir auch drüber, dass rotes Fleisch ist Pizza mit Salami, ist rotes Fleisch. Das will nicht in meinen Kopf, sowas. An der Pizza ist so viel mehr dran. Der Großteil der Pizza ist nicht rotes Fleisch und es wird als rotes Fleisch in dieser Studie bezeichnet. Und da gibt es ganz große Probleme damit. Es macht deswegen so wenig Sinn, weil Claire, die Person kenne ich schon mal, und ich, die Person kennst du auch schon mal so ein bisschen. Wir beide haben die Carnivore-Diät gemacht. Wir haben richtig viel rotes Fleisch gegessen. Eigentlich nur rotes Fleisch gegessen. Und wir hatten sehr niedrige Entzündungsmarker. Wie kann es also sein, dass rotes Fleisch ein Risikofaktor ist? Wo ich mitgehe, sind verarbeitete Fleischwaren, wo sonst was drin ist und die Haltungsform und so weiter und so fort. Aber per se, rotes Fleisch von einer weidegehaltenen Kuh, sag ich, meine persönliche Überzeugung, ist nicht entzündungsfördernd. Da ist immer noch mehr Kontext drumherum und man kann von einem Nahrungsmittel niemals sagen, ob es gut oder schlecht ist. Das lässt sich studientechnisch nicht beweisen. Deswegen, versuch's mal selber. Mach mal Carnivore-Diät. Mach das mal für einen Monat und guck mal, wie es dir damit geht. Die meisten Leute, die machen das und denen geht es das erste Mal gut nach 10, 20 Jahren. So wie mir übrigens auch. Deswegen, nee, stehe ich voll dagegen. Sage ich, sage ich da. So, und ich habe jetzt nochmal einige Sachen aufgetan. Also hier kommt quasi das Thema auch zum Tragen. Hier hat man sogar eine Studie gemacht, also eine Studie an bereits Erkrankten. Also keine sehr große Studie, aber immerhin 22 Patienten, die Morbus Crohn hatten und die gerade nicht im Schub waren, die zwischen den Schüben waren. Zwischen den Schüben merken die gar nicht, dass sie irgendwas haben. Die sind in einer noch nicht mal vegetarischen, sondern in einer semi-vegetarischen Diät geschult worden. Wahrscheinlich durften die einmal in der Woche noch Fleisch essen oder so. Und 73% hielten sich 2 Jahre an diese Diät. Und da hat man geguckt, wer ist nach 2 Jahren noch in der Remission? Also diejenigen. Da hat man denen eine Ernährungsform gegeben, die semi-vegetarisch ist. Ich müsste die Studie suchen, müsste mir das alles angucken. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass bei dieser ganzen Diät ganz viele sehr furchtbare Nahrungsmittel rausgenommen werden. Und das ist ja der Punkt. Ja, natürlich kannst du mit der vegetarischen Ernährung Erfolg haben. Da schließt du ja schon mal den größten Mist aus. Natürlich mit der veganen Ernährung, da schließt du auch den größten Mist aus, den jeder 90% der Menschheit so in sich reinstopft, ohne drüber nachzudenken. Deswegen natürlich kannst du damit Erfolg haben. Aber was ich vor allem betonen möchte, wenn mir jemand über 2 Jahre einen Ernährungsplan die Hand drückt und ich davor keine Ahnung hatte und ich da wirklich dran glaube, dass es mir helfen kann, dieser Glaube an Heilung wird Erfolg haben. Ich glaube, 70% des Erfolgs von gewissen Diäten alleine schon daher kommen, dass man jetzt was macht, wo man dran glaubt. Das ist immens wichtig. Das sieht man ja selbst bei den Medikamentenstudien, die es für Crohn und Colitis gibt, weil die haben eine sehr hohe Rate an Placebo-Erfolgen. Da gibt es Leute, die nehmen einfach eine Tablette oder eine Spritze oder was weiß ich was, so 40% um die Richtung, 30-40%, denen geht es dann einfach besser danach, obwohl da nichts drin ist. Deswegen, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig sowas ist. Und eine Ernährungsstudie über 2 Jahre, ich finde die Studie super, will ich gar nicht sagen. Aber über 2 Jahre, das gibt noch gar keinen Aufschluss, was da länger passiert. Und Langzeitstudien zu gewissen Ernährungsformen, gerade zur veganen Ernährung zum Beispiel, gibt es gar nicht. Die Ernährung ist erst seit ein paar Jahrzehnten möglich. Weil, guck doch mal jetzt, wenn du aus dem Fenster guckst, wenn da gerade Winter ist, zeig mir mal, was du da essen möchtest, wenn du dich ja vegan ernähren würdest, wenn es keinen Supermarkt geben würde. So, das ist erst jetzt möglich durch die ganze Globalisierung. Deswegen, was hättest du da gegessen? Da hättest du Fleisch gegessen, sehr wahrscheinlich. Da hättest du im Wald wahrscheinlich ein paar Rehe gejagt. Who knows, du hättest ein paar Schinken zu Hause, die noch reifen. Vielleicht hättest du auch ein paar Sachen eingelagert, natürlich auch. Vielleicht ein paar Kartoffeln hier und da. Aber eine rein vegane Ernährung und dann durch den Winter kommen, soll mir jemand vormachen, wie das in Deutschland im Winter gehen soll. Und dann noch weiter oben im Norden. Das will ich auch noch sehen, wie das jemand macht. Weil das ist erst seit, wie gesagt, ein paar Jahren möglich. Und da gibt es keine Langzeitstudien.
Kann es noch gar nicht geben. Weißt du, dann gibt es ja noch nicht. Die sich an die Diät gehalten hatten, waren 92% immer noch in der Remission, sprich keinen neuen Schub gekriegt. Das ist ja super, oder? Aber in der Gruppe, die gesagt hat, oh nee, mache ich nicht, interessiert mich nicht, ich will doch meinen Hamburger weiter essen, von denen hatten 66%. Die Details sind mir besonders wichtig, was hier gesagt wird. Ne? Da will ich weiter meinen Hamburger essen. Das ist wieder so ein Beispiel. An einem Hamburger sind wie viel Prozent Fleisch, wenn man das ganze Ding sieht, vom Volumen her, also oder von dem Gewicht her, weiß ich nicht. So ein Patty, 60 Gramm, 100 Gramm, ist, geht das so? Weiß ich gar nicht. Wie viel ist so ein Hamburger-Patty? Und dann ist da Salat drauf, da ist eine Soße drauf, da sind Brötchen, da sind Sesamkörner vielleicht noch oben drauf. Vielleicht ist da noch, was weiß ich, was da noch drauf ist. Das wäre wie, es ist total Banane. Das ist wie, wenn ich einen Salat esse, wo, was weiß ich, 20 verschiedene Sachen drin sind und ich pick mir eine Sache raus und sag so, da mache ich den ganzen Salat für verantwortlich. Da ist Salat ungesund zum Beispiel jetzt, weil diese eine Sache drin ist. So, das halte ich für nicht wirklich wissenschaftlich. Weiß nicht, ob wissenschaftlich das richtige Wort ist, aber ich finde einfach, da fehlt es an Differenzierung. Weil ich persönlich glaube, am Hamburger ist alles außer das Fleisch ist ungesunder. Fleisch auch nicht so top, meistens die Haltung kannst du ja komplett knicken, aber... 2/3 einen neuen Schub gekriegt. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ja. Also jeder Gastroenterologe müsste nach dieser Studie doch seinen Patienten sagen, bitte, du musst jetzt kein Veganer werden, aber es wäre vielleicht hilfreich, zumindest in diese Richtung zu gehen. Mach das doch mal, probier das doch mal aus. Richtig, probier das doch mal aus. Punkt. Sag ich auch. Wenn Veganismus mit dir harmoniert, probier es aus. Go all the way. Mach das hundertprozentig so, wie es gesagt wird. Mach das für ein Jahr, zwei, drei und sei immer offen. Falls es nicht funktioniert, ist es nichts für dich. Wenn es funktioniert, finde ich super. Finde ich wirklich super. Von Herzen freue ich mich da für dich. Aber eine Studie mit 22 Leuten, wenn mein Gastroenterologe mir dann eine Ernährung aufdrückt, was er übrigens, soweit ich weiß, nicht darf, weil er sonst eine Lizenz auf dem Spiel setzt, wenn er mir eine Studie aufdrückt mit 22 Leuten, mir dann sagt, ich soll mich semi-vegetarisch ernähren, dann will ich den Gastroenterologen wechseln. Also das halte ich für nicht so dolle. Ich selber spreche über Studien, wo es um eine Person geht, mit der Kokosölgeschichte zum Beispiel. Deswegen, ich bin da trotzdem offen dafür, dass das toll und super sein kann. Aber trotzdem müssen wir den Gastroenterologen hier nicht in die Pfanne hauen, wenn der nicht diese Studie nimmt und diese Sachen empfiehlt. Und außerdem, der Gastroenterologe ist nicht der, der die Forschung betreibt. Der ist die Exekutive. Das System, er sozusagen oder sie führt das System aus. Und der ist nicht da, um es weiter nachzuforschen. Ist schade, aber so ist es nun mal. Einmal in der Woche wenigstens ein bisschen was und fertig. Genau. Und dann, wenn man diese Erfolge sieht, dann... Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Als ich mich mal basisch ernährt habe, da habe ich mal wirklich gar, also vegan, habe ich auch alles Mögliche gemacht und habe dann mich mal auch basisch ernährt. Da hatte ich sofort einen Schub. Unglaublich, wie gut das Gemüse mir da getan hat. Da gibt es so viel, was da beachtet werden muss. Ballaststoffe, dann verschiedene Antinährstoffe. Es gibt, die Qualität ist wichtig. Ist es Bio, ist es nicht Bio? Es gibt so viele Faktoren, dass ich hier niemals unterschreiben könnte, so eine vegetarische Diät ist super. Oder eine Carnivore-Diät ist super. Oder das ist super. Das ist viel zu vereinfacht. Viel zu vereinfacht, die ganze Geschichte. Unglaublich. Okay, Vitamin D ist natürlich auch wieder mit dabei. Wir haben nochmal knapp 200 Patienten mit Morbus Crohn. Mhm. Und diejenigen, die immer noch in der Remission waren, also zwischen den Alter, dieser PC dort macht mich komplett, den kann man doch dahinter stellen. Dann sieht man den doch nicht. Dann sieht man doch bloß den Monitor, den kann man da hinstellen, wo die Tastatur steht. Dann sieht das besser aus. Aber sowas doch, boah. Hat einen Vitamin D-Spiegel von 64 Nanomol. Grenzwert in den Laboren ist 50. Ich selber möchte über 100 haben. 64 ist also nicht optimal, aber auch nicht furchtbar schlecht. Diejenigen, die eine leichte Entzündungsaktivität hatten, hatten nur 49. Und diejenigen, die eine mäßige Entzündungsaktivität hatten, hatten einen Spiegel von nur 21. Das sind grässliche Werte. Das scheint doch einen Zusammenhang haben zu müssen, oder? Ja, natürlich. Und die Leute, die Vitamin D einnahmen, das waren in der Studie nicht alle gewesen, aber die es selber freiwillig einnahmen, hatten signifikant geringere Entzündungsaktivitäten. Mhm. Achtung! Ich habe, wenn man mal googelt, Trevor Marshall, ich habe gerade schon geguckt, Trevor Marshall ist jemand, der an Studien teilnimmt, der Studien produziert. Der hat sich vor allem auf diese ganze Vitamin D-Sache gestürzt. Ich habe jetzt noch keine, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich das in Videos verarbeiten möchte, aber da gibt es schon ein paar Studien, die auch sagen, dass eine Vitamin D-Supplementierung, also ein hoher Wert des aktiven Vitamin Ds auch Autoimmunerkrankungen begünstigt. By the way, das ist wieder mal nicht so einfach, diese ganze
Supplementation von Vitamin D, ich halte da nichts davon. Ich glaube, das ist der größte Wert, der daraus kommt, ist immunsuppressiv. Und meine Ansicht ist nicht die, dass wir irgendwas im Körper unterdrücken müssen, sondern dass eher der ganze Körper so läuft, wie er laufen soll. Deswegen, ich halte nichts von Vitamin D-Supplementation, also nicht in dem Maße. By the way, Vitamin D ist Cholecalciferol, der Wirkstoff. Ne? Ist der gleiche Wirkstoff, der übrigens auch im Rattengift drin ist. Und an diesen Tieren machen wir auch unsere Medikamentenstudien. Nur, just saying, ja, also das Ganze ist gar nicht so klar, wie es manchmal gesagt wird. So, ach, einfach Vitamin-D-Spiegel erhöhen oder sowas. Mm-mm. Und was man für Vitamin D übrigens auch braucht, damit das richtig verstoffwechselt wird, ist nämlich kein Nährstoff, ist ein Hormon, ist ein Sekosteroid, ist ein Hormon, wird von uns gebildet. Ne? Das ist ganz wichtig. Es ist kein Nährstoff, den man normalerweise so zuführt, sondern man gibt im Endeffekt Stoffe zu, die wir umwandeln zu dem Hormon. Und dafür braucht man was? Cholesterin! Und wo ist Cholesterin drin? In Fleisch und tierischen Produkten. Also klarer geht's, glaube ich, nicht. Doch, es geht noch klarer, wenn ich nämlich wirklich einen wissenschaftlichen Versuch mache. Mhm. Und das hat mir auch gemacht. Man hatte so 108 Patienten mit Morbus Crohn, 1200 Einheiten Vitamin D oder Placebo gegeben. Das ist für mich viel zu wenig. Ich hätte denen 4.000 oder 5.000 gegeben. Ich hätte denen viel mehr gegeben. Red mal mit den Leuten, die eine Hyperkalzämie entwickelt haben, weil sie zu viel Vitamin D supplementiert haben, die dann ihren Beruf nicht mehr ausüben können oder morgens fast nicht mehr aus dem Bett kommen und sowas. Die Leute, die das so hart groß supplementiert haben, dadurch eine Kondition entwickelt haben, wo einfach komplett mit dem Kalzium was nicht mehr ganz stimmt und die dann einfach so Verkalkungen haben in Gelenken und so weiter, denen mal bitte diesen Satz sagen. Ich will nicht haten, ja? Bin mir sicher, der Herr Schmiedel macht einen großartigen Job, der hat auch schon viel Sachen gesagt, jetzt, die ich super finde, aber muss ich trotzdem was sagen, sonst, ja, platzig. Aber immerhin hat man herausgefunden, die mit dem Vitamin D hatten in der Untersuchungszeit von 12 Monaten nur 13% neue Schübe und der Placebo 29% neue Schübe. Ja, ist jetzt aber auch nicht der Riesenunterschied, oder? Also. Das ist schon ein deutlicher Unterschied und ich finde auch sehr spannend hier die Vitamin-D-Spiegel. Die hatten also Ausgangswerte von so um die 70. Also das ist gar nicht so schlecht. Ja, also die meisten haben, der Durchschnitt bei uns in Mitteleuropa liegt etwa so bei 50. Die haben schon relativ gute Werte gehabt. Und die Vitamin-D-Gruppe, die sind dann im Durchschnitt knapp über 100 gekommen. Also ich hätte lieber, dass ich die im Durchschnitt so auf 130 bringe. Dann sind wahrscheinlich alle so zwischen 100 und 150. Und da gehe ich vielleicht sogar noch mit, dass der Vitamin-D-Spiegel hoch ist. Aber wo ich nicht mitgehe, ist die Supplementation. Weil was wir supplementieren, ist eine andere Form wie die aktive Form. Und die muss umgewandelt werden. Und wie gesagt, da gibt es noch so viel widersprüchliche Geschichten. Aber was ich jetzt des Öfteren schon, was mir des Öfteren über den Weg gelaufen ist, ist das, was wir messen, nicht das ist, was wir dann den Körper zuführen. Also es ist wie wenn dein Motor kaputt ist und du misst, wie viel Benzin da an dem Zylinder ankommt und du merkst, da kommt nicht viel an oder ist nicht viel da im Zylinder. Du tankst einfach nur Benzin in den Tank und tankst und tankst und tankst und dann hoffst du, dass da irgendwie was ankommt. Aber vielleicht ist die Benzinpumpe kaputt. Also das, was das umwandelt, was es da hinbringt, wo es verbrannt werden soll. Deswegen kann es einfach sein, der Wert ist niedrig, aber wir geben dem Körper nicht das, was er braucht, um das richtig umzuwandeln. Na, das ist doch, da muss man halt mit drüber nachdenken. Manchmal ist das so vereinfacht. Ach, du hast einen Mangel davon, frisst es einfach rein. Aber meistens ist es nicht so einfach. Meistens ist es viel komplizierter. Das hört man nicht gern, aber ist so. Also für mich viel zu wenig. Und deswegen funktionieren so Multivitamin-Supplements so schlecht. Na, also, wenn du da Mängel hast, einfach, ach, ich habe Vitamin B6-Mangel, jetzt nehme ich einfach Vitamin B6 ein. So, und dann wird es besser. So einfach ist es meistens nicht. Meistens, wenn wir so vereinzelt Sachen zugeben und nicht eine ganzheitliche Ernährung haben, wo die Nährstoffe zusammen mit den ganzen Kofaktoren zusammenkommen in den Körper, kann das zu Imbalanzen führen und dann auch nicht funktionieren. Auf lange Sicht vielleicht schlechter funktionieren, als das vielleicht auf kurze Sicht tut. Und die andere Gruppe Placebo, die sind eben so bei den 70 etwa geblieben. Okay, das ist der Vitamin-D-Spiegel. Was macht das in der Klinik dann aus? Also hier sieht man dann die Schübe bzw. die Schubfreiheit. Und in der Vitamin-D-Gruppe, der durchgezogene, dicke, schwarze Strich, da treten halt viel weniger Schübe auf, die bleiben viel länger in der Schubfreiheit als die Gruppe mit der Placebo-Therapie. Das ist gerade mal knapp nicht signifikant geworden. So, das Signifikanzniveau liegt bei 0,05.
die hatten hier 0,06. Also die hatten auch nur 100 Leute in der Studie. Hätten die 200 Leute gehabt, wäre das mit Sicherheit signifikant gewesen. Aber da ist man aber sehr wohlwollend mit der ganzen Studie. Und wenn man dann 500 genommen hätte und dann wäre das aber signifikant. Also wenn es bei 100 nicht signifikant ist, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass da was dran ist, wegen die sagen, aber... Ja. Wie gesagt, ich gebe gern 5000 Einheiten, kann man mittlerweile mit einem Tropfen in einer besonderen Präparation einnehmen. Ist auf jeden Fall interessant, müsste ich mir mal angucken, was das ist, aber auf jeden Fall sind da die ganz wichtigen Vitamine vertreten, und zwar Vitamin A, D, E und K. Das sind die fettlöslichen Vitamine, die wir besonders durch tierische Nahrungsmittel bekommen. Hey, sind wir wieder da bei dem Thema gelandet. Die sind da nur in tierischen Nahrungsmitteln. Alle anderen Formen sind die, die es davon gibt, die es in Pflanzen gibt. Ey, was will ich sagen? Ich will sagen, dass es davon andere Formen gibt, die sind in Pflanzen, ja. Aber das sind nicht die gleichen, die es in tierischen Nahrungsmitteln gibt. Richtiges Vitamin A ist Retinol. Das gibt es nur in tierischen Nahrungsmitteln. Das Beta-Carotin aus Pflanzen muss umgeformt werden. Wenn du mit Crohn-Colitis schon Probleme hast, wird es schwierig mit der Umformung. Also wirst du deinen Vitamin A-Spiegel nicht decken können. Kannst du 10 Kilo Karotten am Tag essen. Anders als in der Orangenhaut kriegst du sonst nichts davon. Vitamin E ist wichtig, sehr wichtig und ist eine Sache, die ich supplementieren würde. Vitamin K ist eine Sache, die ich supplementieren würde, weil die aus, das zum Beispiel aus fermentierten Sachen, das gibt es auch in Natto, soweit ich weiß. Das kann man pflanzlich bekommen. Und Vitamin D ist, wie gesagt, kein Nährstoff, sondern was ein Hormon, was man umwandeln kann. Aber diese drei Vitamine sind die fettlöslichen Aktivatoren, wie man sie früher genannt hat. Die sind extrem wichtig für sehr viele Prozesse im Körper. Und jetzt kommt aber der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, die Krankenkasse bezahlt diese Untersuchung nicht. Und ich reg das so auf. Ich bezahle sehr viel Geld für die Krankenkasse. Du auch, wir alle. Aber wenn du dann hingehst und sagst, ich möchte gerne die wichtigsten Vitamine des Körpers checken lassen, Vitamin A, D, E, K, dann musst du das bezahlen. Das kostet über 100 noch was Euro. Da finde ich absolut fragwürdig. Absolut fragwürdig, warum genau die Vitamine nicht bezahlt werden, wenn die sind so fucking wichtig. Ohne die geht nichts. Geht nicht. Aber auch hier wieder Spiegelmessung. Ich will die optimalen Spiegel haben. Kommen wir zu den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Wieder zum Resveratrol. Und ich sage immer, die 10 Liter Rotwein, die man trinken müsste, um auf gute Spiegel zu kommen, die kann einfach keiner trinken. Ja? Also hier hat man mal Patienten mit einer mäßigen Colitis ulcerosa Aktivität, hat man mal 6 Wochen Resveratrol oder Placebo gegeben und hat dann gesehen, unter Resveratrol sind TNF-Alpha, das ist so ein Entzündungsbotenstoff, gesenkt worden. CRP ist ein Entzündungsmarker. NF-Kappa-B ist auch ein Entzündungsbotenstoff. Und die hatten noch so einen klinischen Beschwerde-Colitis-Index. Der war unter Resveratrol auch gesunken, nicht aber in der Kontrollgruppe. Da ist das alles nicht passiert. Resveratrol ist eine Sache, die mir schon mal bei einem Buch vor allem über den Weg gelaufen ist. Und das war Fuck Portion Control. Und da im Buch wird drüber gesprochen, dass die Wirkung von Resveratrol eine ist. Resveratrol. Und zwar den Stoffwechsel zu verlangsamen. Also wieder mal den Körperfunktion zu unterdrücken. Sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube nicht, dass Körperfunktion unterdrücken auf lange Sicht eine gute Sache ist. Halte ich nichts davon. Bin ich andere Meinung einfach, dass das so gut ist. Also jeder Stoff, der das macht und damit hat man dann Erfolg bei Crohn-Colitis, toll, dass man vielleicht aus dem Schub rauskommt oder so, finde ich super. Nur auf lange Sicht solche Sachen einzunehmen, I don't know, halte ich nichts von. Also hier eben der Rotwein, wie gesagt, 10 Liter am Tag sind für manche vielleicht doch ein bisschen viel. Und hier in diesem Präparat ist in einer Tablette die Menge von 10 Litern Rotwein enthalten. Da kommt halt bei jedem Slide direkt irgendein Supplement. Ne? Wow. Nicht schlecht. Ja, ja. Hier hat man mal 45 Patienten mit mäßiger Colitis genommen. Die haben alle Standardmedikament Mesalazin bekommen. Also das normale Medikament aus der Schulmedizin, was man gibt, um die Remission weiter zu erhalten. Und da haben die zusätzlich noch Kurkuma oder Placebo bekommen. Kurkumin. Nicht Kurkuma-Pulver, sondern die haben schon ein spezielles Kurkumin-Präparat bekommen, weil wir wissen, dass das Kumin aus dem normalen Kurkuma wird zwar auch ein bisschen aufgenommen, aber nicht sehr, sehr viel. 8 Wochen lang, keine lange Zeit. Und da hat man gesehen, klinisches Ansprechen, dass überhaupt irgendwas besser wurde,
93% in der Kurkuma-Gruppe, nur 50% in der Placebo-Gruppe. Mhm. Ich würde die Studie müsste man sich wirklich alle angucken, den Studienaufbau, ob man die einfach gefragt hat, geht es ihnen besser oder hat man dann, wie gesagt, na gut, man hat einen besseren endoskopischen Befund. Okay, habe ich nichts gesagt. Kurkumin gibt es auch schon Studien, die sagen, dass es entzündungsfördernd ist. Ich glaube, dass wir einfach in Harmonie mit gewissen Gewürzen leben, schon immer. Und dass sie einen gewissen Einfluss auf unser Darmmikrobiom haben und somit auch auf unser Immunsystem. Bei 70% unseres Immunsystems sitzt ein Darmmikrobiom. Daher erkläre ich mir den Erfolg mit Kurkuma. Gibt noch andere Punkte, was das angeht. Bloß ich persönlich habe schon so viel Gutes darüber gehört. Ich habe selber war nie wirklich ein großer Teil von dem, was ich gemacht habe, was mir geholfen hat. Also probier es aus, aber mir persönlich hat das irgendwie nie irgendwas gebracht. Aber es gibt viele, die schwören drauf, auf die goldene Milch und sowas, deswegen muss man ausprobieren. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ne? Egal wie die Studien du siehst, ausprobieren und gucken, ob es wirklich stimmt. Dann merkst du vielleicht auch, dass rotes Fleisch dann noch nicht so schlecht ist. Remission, also völliges Verschwinden der Entzündung, 71% Kurkuma-Gruppe, nur 31% in der Placebo-Gruppe. Und dann hat man auch nochmal eine Histologie gemacht, also man hat eine Spiegelung gemacht. Und hat geschaut, sehen wir denn auch, dass sich das verbessert? Und ich muss noch ganz kurz was dazu sagen. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Ja, aber ich habe rotes Fleisch. Immer wenn ich rotes Fleisch esse, habe ich Verdauungsprobleme. Deswegen lasse ich das weg. Das geht mir nicht, das tut mir nicht gut. Das ist richtig, das dann vielleicht wegzulassen. Da hast du aber wahrscheinlich dann schon Verdauungsbeschwerden, was in Richtung Proteine geht und vielleicht auch mit dem Fett schon Fettverdauungsschwierigkeiten. Was im Endeffekt wo die Frage aufkommt, läuft es mit der Magensäure richtig? Ist da genug Magensäure da, um das zu verwerten? Und sind genug Enzyme da, um dann auch immer das Fett aufzuspalten? Das sind die zwei wichtigen Punkte bei der ganzen Geschichte. Weil nur weil du was, wenn du was isst, das nicht verträgst, bedeutet es nicht, dass das nicht gesund für dich wäre. Gerade eben vielleicht nicht. Aber wir können darüber sprechen, wie du das Bein gebrochen hast. Ist Rennen auch keine gute Idee? Da muss man auch mal aufhören, das nicht vielleicht eine Weile lang nicht zu machen. Aber trotzdem solltest du später wieder anfangen zu gehen. Weil gehen ist dann doch besser, als die ganze Zeit rumzuliegen. Und gesünder vor allem auch. Aber ist auch ein Stress, mit dem wir umgehen wollen. Und Proteine und sowas, wichtig. In 86% in der Kurkuma-Gruppe fand man Verbesserung, aber nur in der Hälfte der Placebo-Gruppe. Finde ich schon beachtlich. Ja, wenn man das jetzt noch alles kombinieren würde. Also hier das Kurkuma, genau, da gibt es gar keine Studien dazu. Ich würde mir da noch viel bessere Werte erwarten. Mhm. Hier das Kurkuma-Pulver. Und es wird dann häufig gesagt, ja, aber ich nehme ja Pfeffer mit dazu. Man kann gar nicht so viel Pfeffer essen, dass die Bioverfügbarkeit besser wird. Ja, Piperin aus dem schwarzen Pfeffer verbessert die Verfügbarkeit, aber man müsste so viel nehmen, dass wir es vom Magen her nicht mehr aushalten würden. Also viele Präparate werben damit, dass ein Piperin drin ist. Die Dosis dafür ist viel zu gering. Es gibt mittlerweile Präparate, die haben von sich selber so eine gute Bioverfügbarkeit, dass sie kein Piperin mehr zusätzlich brauchen. Also wir haben angefangen, über Ursachen zu sprechen. Wirklich unbekannte Ursache. Und jetzt sind wir aber hart im Supplement-Shopping angekommen, wo es eigentlich wieder Wirkstoffe gibt, wo es noch gar keine Studien gibt, aber die funktionieren schon mal besser als die Medikamente. Und da bin ich mal raus. Das sage ich immer so, ich nehme doch lieber ein Medikament, was über 30 Jahre verwendet wurde, wo es auch krasse Nebenwirkungen gibt, aber wo ich wirklich weiß, was ich da mache. Und dann nehme ich das über eine kurze Zeit sozusagen, wo mir das helfen soll, aus dem Schub zu kommen. Und dann versuche ich ein Leben aufzubauen, wo ich das nicht mehr brauche. Aber jetzt sprechen wir wieder über Wirkstoffe. Das ist ja der nächste Wirkstoff. Ob das jetzt aus Kurkuma kommt oder ob das synthetisch erzeugt ist, ist mir persönlich erstmal Wurst. Weil hier wird jetzt nicht der Punkt gemacht, dass man das mal eine Kur mal kurz einnimmt, sondern das soll ein Bestandteil sein der Lebensweise. Zumindest kommt es bei mir so an. Und damit habe ich ein Problem. Also das ist für mich nicht natürlich. Was bedeutet natürlich heutzutage noch? Ich weiß, aber da habe ich nicht so viel davon. Also wir brauchen da wirklich eine Spezialgalenik, dass das wirklich super gut aufgenommen wird. Die gibt es. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn ich Hersteller sehe, die einfach nur Kurkuma-Pulver einfach so in Kapseln abgefüllt haben. Ja, da kann der Patient auch den Teelöffel ins Essen reintun. Mhm. Also das ist wirklich über den Tisch ziehen. Das ist Abzockerei. Also Kapseln bei schweren Fällen, bei richtigen Erkrankungen ja, aber dann bitte mit einem super guten Kurkuminpräparat und nicht mit Kurkuma-Pulver. Omega-3 hat man hier mal immerhin mehr als 25.000 Engländer gemessen. Die mussten 7 Tage einen Ernährungsfragebogen ausfüllen. Und dann hat man geschaut, in den nächsten 4 Jahren, wer bekommt denn Colitis und wer bekommt sie nicht? Wir haben einen Ernährungsfragebogen ausgefüllt. Das ist schon für mich so rote Flagge. Bin ich schon raus.
Was, wenn da jemand nicht ernsthaft und ehrlich ist? Was, wenn man sich zurückerinnert an seine, an was habe ich so in der letzten Zeit gegessen? Und man denkt nur an die guten Sachen, weil man nicht zugeben will, dass man vielleicht noch schlechte Sachen gegessen hat. Oder was weiß ich was. Sobald wir Menschen nach ihren Gedanken fragen müssen oder nach ihren Erinnerungen oder nach was sie fühlen, haben wir ein Problem, weil wir nicht wissen, ob das hundertprozentig wahr ist. Wir haben 10% unserer Gehirnaktivität findet im Bewusstsein, im Bewussten statt. Das ist alles, was du gerade mitkriegst, wo du sagst, so, ich bin bewusst, sind 10%. 90% unbewusst. Das weiß ich deshalb, weil ich arbeite täglich mit Klienten, mache das mit denen, diese Arbeit und check mit dem und finde Wege, in dieses Unbewusstsein zu kommen. Und da tauchen immer wieder Sachen aus, oh fuck, da habe ich gar nicht auf dem Plan gehabt. Gut, dass ich es rausgefunden habe. Das ist problematisch. Solche Studien müssen gemacht werden. Gehe ich mit, ist trotzdem wichtig, kann man trotzdem was rausziehen, gehe ich voll mit. Aber immer, man muss es immer im Kopf behalten, das sind Studien, da fragt man jemanden. Und was der sagt, wird dann als Wert genommen. Da müsste man mal Studien machen, inwiefern solche Umfragestudien eigentlich zu richtigen Ergebnissen führen. Wir wissen ja schon, es gibt schon Studien. Ah, das habe ich noch gar nicht erzählt. Pass auf, es gibt Studien, die hat man gemacht, um zu gucken, ob die Ergebnisse von Studien replizierbar sind. Also wenn man die Studie nochmal durchführt, kommt man nochmal aufs gleiche Ergebnis. Wie viel Prozent denkst du der Studien, die gemacht werden, wie viel Prozent haben zweimal dasselbe Ergebnis? Achtung, 50%. 50%. Also jede zweite Studie ist von Arsch. Die kriegt beim zweiten Mal nicht das gleiche Ergebnis. Und manchmal kommt man gar nicht auf das Ergebnis. Also nicht mal annähernd. Das sollte einen wachrütteln. Wie fucking schwer ist es, an Wahrheit zu geraten. Und wenn du jetzt dein Leben aufbaust anhand von Studien, musst du damit leben, dass 50% von den Entscheidungen, die du da triffst, dass sie sonst wohin führen. Aber nicht zu dem Ergebnis, was da in der Studie drin ist. Deswegen plädiere ich für das eigene Ausprobieren. Wenn mir jemand, den ich gut kenne, sagt, ich habe das und das gemacht, das funktioniert sehr gut, probiere das und ich probiere das und ich merke, es funktioniert gut, ist mir persönlich, meine Überzeugung, ist mir das erstmal Wurst, was eine Studie sagt. Das so denke ich darüber. Und deswegen, ich habe eine Carnivore-Diät gemacht. Also ich habe 3 Monate lang nur Fleisch gegessen. Das ist das Schlimmste, studientechnisch gesehen, was man tun kann mit seiner Gesundheit. Und ich habe damit die besten Ergebnisse erzielt. Mit Ernährungsweise, pure Ernährungsweise. Ernährungstherapie könnte man fast schon sagen. Ja? Und da hat man die in Drittel eingeteilt. Und das relative Risiko für das Drittel mit der besten Omega-3-Versorgung war 0,53. Das heißt, die hat nur halb so häufig neu Colitis ulcerosa bekommen. Also wir können das waren jetzt nicht Leute, die Kapseln genommen haben. Das war vielleicht im dritten Drittel, hatten die vielleicht einmal im Monat Fisch gegessen und die in der mittleren Gruppe vielleicht einmal in der Woche und die in der besten Gruppe hatten vielleicht 1 bis 2 Mal Fisch in der Woche gegessen. Also um diese kleinen Unterschiede geht es. Es wird ja gar nicht drauf eingegangen, was die Menschen machen. Es wird daran bemessen, wie viel Omega-3 die zu sich genommen haben und dann eine Korrelation dazu gesucht. Das ist furchtbar. Das ist für mich keine Wissenschaft. Das ist nicht aussagekräftig, ganz und gar nicht. Nicht um irgendwelche Einnahme von hochdosierten Präparaten. Selbst mit diesen kleinen Unterschieden findet man eine Halbierung des Colitis-Risikos. Das Video wird länger, als ich will, aber ich muss noch was dazu sagen. Wie soll denn so ein Studienaufbau aussehen? Also wenn du eine Idee hast, schreib mir das bitte mal in den Kommentaren. Wie müsste so ein Studienaufbau aussehen, dass das wirklich klar ist? Das, was von der Ernährung abhängt. Da müsste man doch die ganzen Leute einsperren. Die dürften doch nicht raus, die dürften nicht was anderes essen, die dürften nicht, man müsste gucken, genau wie die leben, wie viel Stress die haben. Und dieses Umfeld, was man dann schaffen müsste, das wäre so eine krasse Manipulation der Realität, dass das Ergebnis wiederum völlig egal wäre. Weil das könnte man nicht verwenden, weil da müsste man in diesem Studienumfeld leben, wo alles so kontrolliert ist und alles. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eine Studie aussehen würde, die wirklich klar und deutlich beweisen würde, dass Fleisch oder dass Tomaten oder Äpfel gesund oder ungesund sind. Das ist nicht möglich. Das geht gerade zur Zeit gar nicht. Ich weiß nicht wie. Also wenn du was weißt, vielleicht bin ich doof, aber ich kann es, weiß nicht. Geht nicht. Und Colitis ulcerosa ist nach Lehrmeinung eine lebenslange Erkrankung. Ich teile diese Meinung nicht. Ich habe Leute, die seit 15 Jahren keinen Colitis-Schub mehr hatten, unter meinem Programm. Das gibt es. That's my man. Da bin ich wieder komplett der Freund von dem guten Herrn Schmiedel. Das glaube ich nämlich auch nicht.
hier mal sogar 229.000 Europäer, auch wieder Ernährungsfragebogen. Und da hat man dann Morbus Crohn untersucht. Die hat man dann jetzt in Fünftel aufgeteilt. Also wieder Ernährungsfragebogen können wir uns eigentlich schenken, ne? Und da hat man gesehen, das Fünftel mit der besten Versorgung im Vergleich zum Fünftel mit der schlechtesten Versorgung hat ein Risiko von 0,07 gehabt. Wenn, da gibt es also Leute, die essen mehr Omega-3, ne? Und manche, die essen mehr, weniger Omega-3. Das ist doch alleine schon eine Aussage über den Lebensstil insgesamt, wo die vielleicht auch finanziell stehen, wie leicht sie an größere Mengen von Fisch mit Omega-3 kommen oder was die sich da einkaufen. Das ist so komplex. Da irgendwelche Zusammenhänge zu finden, I don't know. Also 93% weniger als die mit der schlechten Omega-3-Versorgung. 93%, also die einigermaßen gut versorgt sind mit Omega-3, kriegen so gut wie nie Morbus Crohn. Überleg mal, in meiner Studienzeit, wenn ich da Omega-3 zu mir genommen habe, über Fisch, ach, da war das allerhöchstens so ein Backofenfisch mit einer Aluminiumschale. Also, wie sieht das aus, wenn ich mir einen richtig guten Lachs zubereite, wenn ich mir den kaufe? Den kaufe ich gefroren, den muss ich zubereiten. Wenn ich aber niemand bin, der gerne jetzt Sachen zubereiten, einfach einen Ofen aufmache und eine Pizza reinschmeiße, dann komme ich damit auch nicht in Kontakt. Dann habe ich also per se schon eine viel, viel schlechtere Ernährung als die Leute oder einen Lebensstil vielleicht auch, als die Leute, die da den Zugang zu dem Fisch haben. Also wenn ich zu Hause, who knows, welchen Job ich arbeite, dass ich mir das auch gar nicht leisten kann, wie stressig das dann ist, da zu arbeiten. Und zu wenig zu verdienen, immer wieder Angst zu haben, dass das Geld nicht reicht und was weiß ich was, wie viel Wut man dann hat, dass man auch vielleicht so dasteht im Leben. Das ist so komplex. Und das nur so ein Kack-YouTuber hier, der gerade ein paar Fragen stellt, dann diese Fragen alleine schon, die machen die Studie schon alleine nichtig, bin ich der Meinung. Und da sind auch drei Fragen, die mir gerade eingefallen sind. Und auch hier hat man nur Omega gemessen und nicht etwa Vitamin D-Spiegel. Ich glaube, wer gut mit Vitamin D und mit Omega-3 ausgestattet ist, der kriegt praktisch überhaupt keinen Morbus Crohn, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, das sind jetzt alles sogenannte epidemiologische Studien. Das heißt, man vergleicht Bevölkerungsgruppen und kann daraus statistisch Risiken errechnen. Wahrscheinlich schützt Omega-3 vor Morbus Crohn, kann man aus dieser Studie sagen. Wissen tut man es erst dann, wenn wir eine Interventionsstudie machen. Also ich gebe was und sehe, aha, weniger Krankheit. Das hat man in dieser Studie getan. Und selbst das ist kein gutes Studienmodell. Selbst das ist nicht aussagekräftig, nur weil ich jemandem etwas gebe, weil ich einen Wirkstoff reingebe, dass das dann einen Einfluss drauf hat. Das sind auch, da gibt es auch wieder Probleme, viele Probleme damit. Also 38 Kinder, 5 bis 16 Jahre mit Morbus Crohn. Auch reguläre Therapie, Schulmedizin. Das geht so weit, dass ich selbst sagen würde, weil ich jetzt sage, okay, Carnivore Diät oder selbst die Ernährungsform, die ich auf meinem Kanal beschreibe, selbst wenn da eine Studie gemacht würde, klar würde ich wäre auf jeden Fall biased und sagen, guck, eine Studie sagt, dass ich da recht habe. Aber ich würde es trotzdem wissen, dass es Bullshit ist. Weil man müsste die Menschen weiter, man müsste weiter gucken. Ob, wenn jetzt die Studie sagen würde, die Ernährung hat keinen Einfluss oder die Ernährung hat einen super Einfluss, beides mal würde ich sagen, so, was war noch sonst los in dem Leben? Was hat sich noch geändert? Jetzt haben die Leute plötzlich eine Ernährungsform beigebracht bekommen, die meiner Meinung nach sehr viel Sinn macht. Jetzt haben die vielleicht gedacht, oh ey, das macht ja voll den Sinn, da glaube ich ja dran. Da haben die wieder den Glauben an die Heilung und so weiter und so fort. Deswegen, das ist so krass. Mesalazin. Und die haben dann 600 Milligramm EPA DHA bekommen. Ah, das ist ein Witz. Ja? Also 5-jährige Kinder, könnte es eine einigermaßen vernünftige Menge sein, aber 16-jährige Jugendliche, hallo, das sind Erwachsene vom Körperbau. Die brauchen mindestens 2 Gramm Omega-3. Und wenn die sich schlecht ernähren und nur einmal im Monat Fische essen, ja, und viele Hamburger etc., dann brauchen die vielleicht sogar 3 Gramm. Also ich hätte die Studie niemals so angelegt, das ist für mich absolut unterdosiert. Ja, aber wir wollen mal gucken, was wir trotz dieser Unterdosierung erreichen. Versuchsdauer 12 Monate und die haben einfach die Schübe gemessen. Wie viele Schübe sind aufgetreten? In der schulmedizinisch leitliniengerecht therapierten Gruppe haben 95% der Kinder einen Schub bekommen. Und man muss dazu sagen, was ein Schub für so ein Kind heißt. 15 Mal am Tag aufs Klo zu gehen, ja, nicht mehr in die Schule zu gehen. Und spätestens seit Corona wissen wir, dass Kinder gerne in die Schule gehen, überwiegend. Und die können auch nicht in den Club gehen und die können auch nicht auf den Sportplatz gehen. Und wenn die dann von ihren
Altersgenossen gefragt werden, hier, wieso warst du nur 2 Wochen nicht beim Fußball? Ja, ich bin von der Toilette nicht runtergekommen. Ist kein gutes Argument. Das hört sich nicht richtig gut an. Und mit dieser, ich sage immer, mit dieser Unterdosierung von Omega-3 ist immerhin jeder dritte Schub verhindert worden. Jeder dritte. Das ist für die Kinder und auch für die Familien ist das Gold wert. Nochmal, um zusammenzufassen, ich glaube, dass Omega-3 helfen kann. Ich glaube aber, dass es daran liegt, dass das immunsuppressiv wirkt, also auch den Stoffwechsel verlangsamt zum Beispiel. Und ich glaube, auf lange Sicht ist das keine gute Sache. Deswegen kann es helfen, im Schub rauszukommen. Auf lange Sicht halte ich nicht davon. Und was hätte man erreichen können, wenn die nicht 600 Milligramm, sondern 2 Gramm bekommen hätten, wenn die noch Kurkuma und noch Vitamin D und vielleicht noch ein paar andere Sachen mit dazu bekommen hätten? Ich glaube, das wäre noch besser aufgefallen. Aber allein das reicht doch aus, dass Gastroenterologen ihren Patienten Omega-3 verordnen müssten, wenn sie Entzündung haben. Sie tun es meines Wissens bisher nicht. Ich habe noch nie einen Patienten getroffen, dem der Gastroenterologe das empfohlen hätte. Ja, weil der Gastroenterologe, wie gesagt, seine Lizenz aufs Spiel setzt. Da müsste man am System was ändern. Ja, der Gastroenterologe befolgt das System, sonst ist er, machst du auf Arbeit Dinge anders, als dir gesagt wird, weil du einfach denkst so, nein, das mache ich jetzt so, wie ich möchte, wie ich das für richtig halte. Da bist du deinen Job schnell los wahrscheinlich. Die leugnen die Studienlage. Was heißt leugnen? Machen sie nicht. Sie kennen sie einfach gar nicht. Richtig. Aber sie suchen auch nicht danach. Weil es nicht ihr Job ist. Wenn ich im Internet in Datenbanken eingebe, Omega-3, Colitis ulcerosa, Omega-3, Morbus Crohn, dann komme ich in 2 Minuten auf diese Studien und kann sie mir im Original durchlesen. Das schafft man auch schneller. Ja, ich muss doch mal über den Tellerrand hinausschauen, wenn ich meinen Patienten wirklich helfen will. Ich bin ja selber kein großer Freund von Gastroenterologen, aber ich muss auch sagen, die darf man deswegen nicht bashen, was das angeht, weil die machen einfach nur das, was ihnen gesagt wird. So, wir müssen das System am System arbeiten. Also da gibt es genug Forscher und es gibt Leute, die entscheiden, was da die Behandlungsweisen sind für diese Erkrankungen. Und da wird entschieden, was der Gastroenterologe darf und was er nicht darf. Und daran wird er sich halten. Sonst ist er, ehrlich gesagt, sonst würde ich mit ihm auch nicht arbeiten wollen, wenn er davon abgeht. So, wenn er 3-4 Studien gelesen hat über was bei Crohn-Colitis hilft, was aber komplett auf lange Sicht komplett gefährlich wäre, was man noch gar nicht weiß. So, dafür gehe ich nicht zum Arzt. Tja, du schon. Ein paar andere auch, ja, aber klar. Viel, viel zu wenige. So, nochmal, welche Dosen brauchen wir? Das ist jetzt, ich muss mich bei den Zuschauern ein bisschen entschuldigen, das ist so ein bisschen die komplizierteste Studie, aber für mich eine der wichtigsten überhaupt. Also da hat man Prostaglandin 2, das ist so ein Entzündungsbotenstoff, hat man in den weißen Blutkörperchen gemessen. Also viel Prostaglandin bedeutet hohe Neigung für Entzündung. Und da hat man denen Präparate gegeben. In der ersten Gruppe hat man Placebo gegeben. Und das Prostaglandin nahm um 10% ab. Also selbst hier finden wir, bei so einem Laborversuch, finden wir Placebo-Effekte. Placebo ist unglaublich wichtig. Die Psyche spielt überall eine unglaublich große Rolle. Vielen Dank. Das finde ich gut, dass das gesagt wurde. Dass er auch selber davon weiß, dass das so wichtig ist. Das auch anwenden auf die Studien. Aber wahrscheinlich nicht so geil, wenn man Supplements verkaufen will. Will ich nicht unterstellen. Aber und jetzt hat man der zweiten Gruppe hat man 1,3 Gramm Omega gegeben. Das ist richtig viel. 1,3 Gramm. Und danach war der Effekt sogar schlechter gewesen. Okay, der war jetzt nicht schlechter, ist jetzt statistisch kein Unterschied, aber der war auch nicht besser gewesen. 1,3 Gramm Omega helfen nicht gegen Entzündung im Sinne einer Prostaglandinsenkung. Das ist erstaunlich. Okay, die hatten, also wenn man hierbei aufgehört hätte, die Studie nicht weitergemacht, hätte man sagen müssen, Omega-3 hilft gar nicht gegen Entzündung, nutzlos. So sind übrigens auch viele Studien gelaufen. Mhm. Bei Entzündungskrankheiten, bei Herzkrankheiten. Man hat einfach diese Dosis genommen von 1 Gramm oder weniger. Auch diese Studie beweist, bei diesen Dosen passiert nichts. Mhm. Nichts. Okay, die nächste. Wann essen Tiere Omega-3-Fettsäuren? Was passiert dann? Omega-3-reiche Nahrungsmittel, auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, reiche Nahrungsmittel, das ist kein gutes Deutsch, aber du weißt, was ich meine, die sind vor allem, Nüsse. Ne? Und Tiere, die irgendwann in den Winterschlaf gehen, essen davon ganz viel. Vor allem ist es auch wichtig für die, es ist eine Art Antifreeze, also eine Art von Kälteschutzmittel, wenn man so möchte. Weil Fische, zum Beispiel Kaltwasserfische, haben ganz viel Omega-3. Das ist also mehrfach ungesättigte Fettsäuren, damit die flexibel bleiben im
kaltem Wasser. Wäre der Fisch aus gesättigten Fettsäuren, wäre der steif wie ein Stück Butter. Und deshalb kann es für die Tiere, die Winterschlaf betreiben, in kalten Regionen wichtig sein, sehr viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren aufzunehmen. Hilft ja auch beim Zunehmen. Man nimmt ja auch schnell zu von Fastfood. Kennt man ja zum Beispiel auch. Ne? Und deswegen kann das ganz hilfreich sein. Und es wird den Stoffwechsel verlangsamen. Das ist auch sehr, sehr wichtig für den Winter. Und deswegen, die ganzen, wenn du im Kalten lebst, ist das super. Aber irgendwann, wenn da die Sonne kommt und du weiterhin diese Fettsäuren zu dir nimmst, dann steigt das Oxidationsrisiko der ganzen Geschichte. Weil natürlich mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die oxidieren sehr fix, weil sie mehrfach ungesättigt sind. Und dann ist der Oxidationsreaktion, freie Radikale und Entzündung. So. Wenn du das genauer noch wissen möchtest, das Buch Zellnahrung bringt das bildhaft aufs Papier. Du hast 2,7 Gramm bekommen. Das ist schon ordentlich. Das ist mehr als ein Esslöffel. Und was sehen wir? 30% Entzündungshemmung. Und hier hat man 4 Gramm gegeben. Das ist schon ordentlich. 50% Senkung von Prostaglandin 2. Also, ich sage immer gern, einsiedeln ist ja nicht sehr weit von hier entfernt, wo der Paracelsus gewirkt hat. Und der liebste Spruch von Paracelsus ist nach meiner Meinung, allein die Dosis macht, dass ein Ding ein Gift ist oder nicht, kennt jeder. Und ich sage immer gern, die Dosis macht auch, ob ein Ding ein Heilmittel ist oder nicht. Und das trifft für Heilpflanzen zu, es trifft aber auch für Nährstoffe zu. Da hat er recht, auf jeden Fall. Also es gibt manche Nährstoffe, die man supplementiert, wenn man da zu wenig nimmt, hat man einfach gar keinen Effekt. Also, oder nicht wirklich einen signifikanten Effekt, den man haben möchte. Manchmal muss es wirklich mehr sein, als man glaubt. Mehr als auch die Nährstoffwerte, die Tagesdosis, die vorgeschriebene Tagesdosis sagt. Ich brauche eine gewisse hohe Dosis, dass ich überhaupt in den Wirkbereich hineinkomme. Ist bei Vitamin D so, ist bei Omega 3 so, ist bei vielen Dingen. Mhm. Wir dürfen auch nicht zu viel geben. Tja. Aber sehr viel mehr als 4 Gramm können wir auch gar nicht zuführen. Das geht auch gar nicht. Ja, gibt es Durchfall wahrscheinlich auch, oder? Na, da müssen wir schon eine Fettverdauungsstörung haben. Also Inuit, früher Eskimos, Inuit nehmen mit ihrer traditionellen Nahrung 10 Gramm am Tag zu sich. Ja, okay. Und wo leben die? 10 Gramm, das ist schon ordentlich. Mhm. Also wenn ich keine Fettverdauungsstörung habe, vertrage ich das auch. Mhm. Aber das brauchen wir gar nicht. Mhm. Ja. Also was mir die Folie auch so schön zeigt, ist, sag mir, welches Ergebnis du haben willst und ich mache die Studie dazu. Richtig. Ja, aber ich muss es dann noch wissen, was ich dann geben muss. Ja, dafür. Klar, ja. Aber wenn man das so anschaut und sagt, ich möchte Omega-3 schlecht machen, dann mache ich wirklich so einen Test da, die ersten 2 Balken, die Sache ist erledigt, oder? Ja. Ah, sehr guter Punkt, finde ich super, weil genauso läuft es bei Studien manchmal. Ne? Da wird einfach ein Ergebnis von vornherein schon so festgelegt und das muss dann mit der Studie erreicht werden. Und dann tut man natürlich alles, damit man eine Studie erreicht, weil man das Geld möchte, was da vom Investor gekommen ist. Unser System ist leider so aufgebaut. Es geht in wissenschaftlicher Arbeit nicht um Wahrheit. Es geht darum, dass man sich den Arsch rettet mit dem Geld als Wissenschaftler. Leider bei vielen Studien so. Wobei dann noch viel Marketing. Ja, ich muss jetzt die Wissenschaftler, die diese negativen Vitamin D- oder Omega-3-Studien gemacht haben, ich muss die schon in Schutz nehmen. Ich glaube, die sind nicht von der Pharmaindustrie bezahlt worden, dass jetzt ein negatives Ergebnis rauskommt. Ich glaube, die wollten schon ein positives Ergebnis haben. Also da glaube ich schon fest dran. Ja. Was? Wenn ich ein Wissenschaftler bin, dann bin ich neutral eigentlich. Ne? Dann möchte ich eigentlich nur sehen, was kommt dabei raus. Nicht, ich möchte ein Ergebnis haben. Weil das ist ja schon, wenn ich schon so an die Sache rangehe, dann werde ich auf jeden Fall Dinge tun, die das Ergebnis beeinflussen. Also, das ist ja die Sache. Ne? Wir wollen unabhängige Wissenschaftler, die unabhängige Wissenschaft machen. Nur sind die Wissenschaftler nicht unabhängig, sind die abhängig von Geldgebern. Ohne die können sie ihre Wissenschaft nicht machen. Deswegen ist die ganze Sache so tricky. Deswegen halte ich von vielen Leuten, die einen Weg gefunden haben, unabhängige Wissenschaft zu betreiben, unabhängig zu forschen, von denen höre ich mir viel lieber Sachen an. Als von Studien, wo vielleicht Leute der Kirche des 7. Advents mitgewirkt haben, wenn es um vegetarische Ernährung geht zum Beispiel. Weil es gibt Forscher, die haben einen Hintergrund, einen religiösen Hintergrund des Vegetarismus und die machen dann Studien, dass Fleisch schlecht ist. I don't know, was ich dazu sagen soll. Schönes Beispiel ist jetzt, ich erwähne jetzt mal die Frau Dr. Ferrari Bischoff, die hat eine sehr schöne Omega-3-Vitamin-D-Studie gebracht, hat leider nicht funktioniert. Die ist vor 8 Jahren oder so waren die ersten Planungen gewesen. Und damals war noch so eine Lehrmeinung, man kommt mit 1 Gramm Omega ganz gut aus. Die haben sich damals an die offiziellen Leitlinien der kardiologischen Gesellschaften gehalten. Ich glaube, wenn sie die Studie heute nochmal machen würde, sie würde mindestens die doppelte Dosis nehmen. Ich habe sie persönlich gesprochen, sie war auch ein bisschen geknickt darüber, dass sie negativ war. Mhm. Das war einfach damals,
unwissentlich, das war wirklich kein böser Wille gewesen, die wollten wirklich rausgehen, dass Vitamin D und Omega-3 funktionieren, die haben einfach aus nicht böser Unwissenheit, haben sie die falsche Dosis gewählt. Mhm. Aber die Ärzte und Wissenschaftler, die heute vor Vitamin D und Omega-3 warnen, die sind arrogant, die sind nicht mehr entschuldbar unwissend, weil diese Studien gibt es ja jetzt alle. Das macht doch gar keinen Sinn, was der gerade sagt. Dass da... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also da gibt es Wissenschaftler, die sagen, dass das nicht funktioniert, und die sind natürlich arrogant. So. Bias ist halt so ein krasser Scheiß, das sind wir uns meistens halt nicht selber bewusst, wenn wir das haben. Ich selbst mit eingeschlossen. Aber... Die kennen diese Studien oder innerhalb von 2 Minuten könnten sie kennenlernen. Also damals wussten wir es nicht besser, heute wissen wir es besser. Und dann macht man die Studienversuche nochmal und dann ist vielleicht 50% gehört, dann passt die Studie in diese 50%, wo das Resultat ein anderes ist beim nächsten Mal. Wer heute noch vor Vitamin D oder Omega warnt oder sagt, das bringt einfach gar nichts bei Entzündung, das ist ein Vollpfosten, der ganz bewusst nichts wissen will. Nee, glaube ich nicht. Sorry, stelle ich mich voll dagegen. Gibt heutzutage Studien, die da rangehen und vielleicht Langzeitfolgen aufzeigen oder zeigen, dass die Vitamin-D-Supplementation zum Beispiel Kupfer verringert, was ein wichtiges Element ist. Oder es geht darum, dass Vitamin D, was weiß ich, dass Vitamin D, ja, wie gesagt, die hohen Spiegel von aktiven Vitamin D sich auf die Darmflora auswirken, die sich aufs Immunsystem auswirken und dann vielleicht Autoimmunerkrankungen vereinfachen. Ich glaube nicht, dass man das sagen kann, dass es Vollpfosten sind. Also so, man glaubt ja eigentlich, dass die Wissenschaft sich einig ist, oder? Zumindest hat man das Gefühl meistens, aber das ist gar nicht so, merkt man ja hier, dass es da anscheinend Wissenschaftler gibt, die Vollpfosten sind. Also mit denen würde ich mich auch da gern mal streiten, ja. Und bitte, die sollen bitte mal gegen diese Studien anstinken. Das wird schon schwer sein. Mhm. Also wir kommen zur letzten Folie, nochmal eben die Dosen da und was man mit der Nahrung und anderen Dingen tun kann. Also nochmal 2 Gramm ist so die Hausnummer. Die meisten kommen damit wunderbar zurecht, ja. Wiege ich nur 15 Kilogramm, esse sehr wenig Fleisch, komme ich vielleicht auch mit 1 Gramm zurecht. Esse ich nur einmal im Monat Fisch, wiege 90 Kilogramm, brauche ich vielleicht auch mal 3 oder 4 Gramm. Auch hier wieder vorher messen, nach 3 Monaten messen, dann weiß ich's. Will ich Kapseln nehmen, normal große Kapseln mit 0,5 Gramm Fischöl, brauche ich 15 Kapseln am Tag, jeden Tag. Schafft aber keiner. 100 Gramm Makrele könnte ich auch essen. Schafft aber auch nicht jeder jeden Tag und würde ich aus toxikologischen Gründen heute auch nicht mehr empfehlen. Einmal in der Woche geht vielleicht gerade noch so, aber mehr würde ich nicht empfehlen. Und Fischöl eben 1 Esslöffel, das kann man in den Smoothie reintun. Wie nimmst du denn? In den Smoothie. 1 Esslöffel zu dir, darf ich dich mal fragen? So ein kleines Becher klein. Ja. Und da gebe ich noch einen D3-Tropfen rein. Ja, kann man super. Und dann ergänzen. Runter damit. Okay, du machst es pur. Ja. Kann man machen. Schmeckt ja noch. Kann man machen, ich warne meine Patienten davor. Und zwar aus folgendem Grund. Ich sage immer, es gibt so viele Menschen, die es nach 6 Wochen nicht mehr nehmen können. Weil nicht wegen des Fischgeschmacks, sondern wegen des Fettgeschmacks. Und die sagen, oh, ich habe nach 6 Wochen aufgehört, ich konnte es nicht mehr nehmen. Darum sage ich immer, mit ein bisschen Saft nehmen. Ein Glas nehmen, ein Querfinger Saft, mehr nicht, Omega dazu, einmal schütteln, Ex runtertrinken. Und dann, das ist ganz wichtig, nochmal mit Saft nachspülen, damit einfach der Geschmack nicht auf dem Mund bleibt. Ah, ja, genau, ich nehme es übrigens auch nicht pur, habe ich falsch gesagt. Ich habe so einen kleinen Becher und da habe ich ein Regulat drin, ein fermentiertes Regulat. Gut, das hat ja auch einen sehr intensiven Geschmack. Ja, und dann diesen Esslöffel rein und dann den D3-Tropfen. Super, das ist gut. Wichtig ist, man hat was, mit dem man den Geschmack überdeckt. Mhm. Ich kann es auch in eine sehr würzige Spaghetti-Soße reintun. Ich habe auch schon den Esslöffel genommen, das schmeckt, also diese da sind ja geschmackslos. Ja, manche können, also ich kann es nicht nehmen wegen des Fettgeschmacks. Ach, also ich habe schon gehört, Leute sagen, das schmeckt nach Fisch und ich schmecke keinen Fisch. Ja. Also das ist ein bisschen anders. Über Geschmack können wir bekanntlich nicht schreiben. Ja. Wir können es auch in die Salatsoße reintun. Ja. Wichtig ist, bitte nicht mitkochen, sondern nachher ins esswarme Essen reintun. Mhm. Smoothie ist hervorragend. Also da kann ich es null rausschmecken. Smoothie ist super gut. Mhm. Ich habe es auch schon mit Kaffee genommen. Ich habe es auch schon mit Rotwein genommen. Es geht alles, was den Geschmack irgendwie überdeckt. Und es gibt Leute, die können das jahrzehntelang pur nehmen. Aber wer damit eben Probleme haben könnte oder spätestens, wenn er Probleme kriegt,
dann bitte mit Saft, mit Smoothie oder sonst wie einnehmen. Frisch trinken und nicht noch lange offen stehen lassen, oder? Ja, die Flasche bitte, wenn sie einmal geöffnet ist, zwischendurch bitte immer in den Kühlschrank, dann hält sie 45 Tage lang. Ja, gut, ja. So, das waren meine wichtigsten praktischen Tipps. Ich glaube, mehr habe ich dann jetzt auch nicht mehr. Haben wir noch Zeit? Hast du noch Fragen zu dem Thema entzündliche Darmerkrankung an mich? Ja, ich würde ja wahnsinnig gerne mal eine Studie sehen, wo alles miteinander gemacht wird. Ich meine, jedes Einzelne für sich ist schon eine unglaublich bedeutsame Sache. Und wenn man das wirklich alles anwendet, dann muss ich ja sagen, dann hat ja der Patient echt großartige Chancen, vielleicht sogar wirklich 90% Wahrscheinlichkeit zu verlieren, wieder in eine Remission reinzukommen, oder? Ja, gib mir 3 bis 5 Millionen, dann mache ich dir sofort diese Studie. Tja. Also so viel muss man heute investieren, um eine wirklich große, vernünftige Studie zusammenzukriegen. Wow, 3 bis 3,5 Millionen, ne, für so eine Studie. Das ist echt schon eine ganz schön krasse Hausnummer. Probier es halt aus. Probier es halt aus, aber recht hat. Ne? Das kann ich immer nur sagen. Also ich halte auf die lange Sicht davon nichts. Aber auf die kurze Sicht, wenn es akut ist, I don't know. Wie gesagt, kann man sich das selber von überzeugen, weil Studien gibt es dazu noch nicht. Das ist nicht ganz billig, ja. Ich meine, das ist aber eine wertvolle Studie eigentlich, aber ich verstehe sie auch, das finanziert ja niemand. Wer hat ein Interesse an so einer Studie? Richtig. Wenn du 3,5 Millionen jetzt so hast und denkst, so, ich will das mal investieren in irgendwas, und du investierst in eine Studie, die am Ende nicht irgendwie ein Supplement rausbringt oder irgendwas, was man nehmen kann, Behandlungsmethode, Medikament oder sonst was, dann hast du halt nichts davon. Da hast du halt 3 Millionen Euro investiert und das ist es. Die meisten Leute, die aber so viel Geld haben, die sind nicht aus Dummdiddledei an das Geld gekommen, sondern weil die gute Investoren sind. Und deswegen investieren die in Studien, die auch wieder was zurückbekommen. Wo was zurückkommt, weil man was verkaufen kann danach. Das ist problematisch. Ich hoffe, in den nächsten 1000 Jahren schaffen wir es irgendwann, eine Forschung aufzubauen, die nicht abhängig von Geld ist. Dass die, was weiß ich, von wem schon staatlich finanziert oder weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Ich weiß nicht, wie das funktionieren kann. Aber das wäre sehr wichtig, dass die Leute nicht mehr so abhängig sind vom Geld. Weil wenn eine Studie am Ende was ein Produkt erschaffen muss, dann wird die Studie nicht unbedingt an der Wahrheit interessiert sein, sondern dass im Endeffekt ein Produkt rauskommt. Keiner aus der Pharmaindustrie, die sie bezahlen können. Ja, ist ja logisch. Ja, ja, ist ja völlig verständlich, logisch, ist nicht böse gemeint, oder? Es ist nicht ihr Gebiet, oder? Die verkaufen auch nicht Nahrungsergänzungsmittel, oder? Ich meine, die modernen Biologiker, die man in schweren Fällen von diesen Entzündungen einsetzt, die haben Kosten von 15.000 bis 30.000 Franken pro Jahr und Patient, pro Jahr. Mhm. Und das bezahlt die Krankenkasse. Aber den Blutcheck, Vitamin A, D, E, K, nee, den nicht. Und diese Therapie ist dann in der Regel lebenslang. Ich hatte neulich einen Rheuma-Patienten, den habe ich mit meinem Programm, also all diesen Dingen, Rheuma behandle ich im Prinzip genauso wie CED, und den habe ich mit meinem Programm behandelt. Nach ein paar Monaten war er komplett beschwerdefrei. Hat er seine Rheumatologin gefragt, ja, kann ich das denn jetzt mal absetzen, das Biologikum, das teure Mittel mit den starken Nebenwirkungen? Ich will das jetzt nicht mehr alle 2 Wochen spritzen. Ich glaube, ich brauche es auch nicht mehr. Dann hat er gesagt, ja, das weiß ich gar nicht. Das ist nicht vorgesehen. Da gibt es gar keine Erfahrung dazu. Das setzt einfach niemand mehr ab, wenn er einmal damit angefangen hat. Und er sagt, ja, ich will es aber doch absetzen. Ich will es mal probieren. Ja, dann machen Sie, wie Sie wollen. Großartig. Also ich kriege das ja sehr oft von meinen Klienten zu hören, die dann auch zum Arzt gehen und sagen, ey, ich würde gerne absetzen die Medikamente, mir geht es jetzt besser und ich würde es gerne ohne probieren, weil ich merke selber, wie mir dieses Medikament vielleicht im Weg steht, mich noch besser zu fühlen, weil es, wie gesagt, Nebenwirkungen hat. Ich kenne ja selber die Nebenwirkungen, dass es auf die Psyche geht, dass man sich so fühlt, wie dass man nicht ganz im Hier und Jetzt und sowas. Und dann kriegt man meistens die Sache, dann sagen die meistens so, nee, oder eigene Verantwortung, und dann da wird sich schon ein bisschen quergestellt, merkt man schon. Der Arzt ist nicht, ich habe das Gefühl, der Arzt ist nicht wirklich daran interessiert, dass du das nicht mehr nimmst, dieses Medikament. Der Arzt ist nicht wirklich daran interessiert, so wie es manchmal klingt, dass du ihn nie mehr wiedersehen musst, weil du gesund geworden bist. Das halte ich für sehr problematisch. Also sie hat ihm keine Unterstützung gegeben. Er hat es dann genauso gemacht, wie ich es auch aus dem Bauch heraus tun würde. Erstmal alle 3 Wochen gespritzt. Dann alle 4 Wochen gespritzt, es ist nichts passiert und er hat es weggelassen. Er hat es im Januar weggelassen, im Mai war er bei mir und er hat 0 Beschwerden. Die Gelenke sind nach wie vor komplett beschwerdefrei. Die Rheumatologin hat zu ihm gesagt, ja, machen Sie es nur, Sie werden ja sowieso wiederkommen. Was ist das für eine kindliche Art und Weise, mit Patienten umzugehen? Mein Gott, machen Sie es nur, Sie werden ja sowieso wiederkommen. Was ist das für eine... Ah, oh, da kenne ich... Das ist überhaupt... Also,
Kriegen die nicht beigebracht, wie man mit Menschen umgeht? Also das frage ich mich schon sehr lange, seitdem ich auch mit Gastroenterologen zum Beispiel zu tun hatte und mit anderen Ärzten. Kriegen die das nie irgendwie beigebracht, wie man respektvoll mit anderen Menschen umgeht? So, das ist was, ey, was ich da für Horrorstories schon zu hören bekommen habe, wie die dann so klein, wie kleine Kinder werden, wo das Ego dann verletzt ist. Sowas ist, ey, furchtbar. Ich habe gesagt, er soll sich im November nochmal bei mir melden, ob es wieder gekommen ist. Ich glaube es nicht. Und wenn es dann nach einem Jahr nicht wiedergekommen ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es wiederkommen wird, wenn er das Programm so weitermacht. Autoimmunerkrankungen sind entgegen der Lehrmeinung heilbar. Hat er das böse H-Wort gesagt? Das war früher mal ein anderes, aber jetzt ist es heilbar. Das sage ich nicht. Ich glaube nicht, dass es heilbar ist, weil per se, das macht keinen Sinn. Das ist wie wenn ich sage, ich kann mich davor heilen, mir das Bein zu brechen. Ich glaube einfach, dass diese Autoimmunerkrankung, also ich beziehe mich jetzt speziell auf Crohn und Colitis, das ist eine Folge von verschiedenen Faktoren. Und wenn ich mich wieder in genau diese Position begebe, kommt das auch wieder. Deswegen, ich weiß nicht, ob heilbar da das richtige Wort ist. Ich sage immer besiegen, weil das macht für mich am meisten Sinn. Ich habe verstanden, okay, was steckt dahinter? Wenn ich das und das mache, kommt das. Wenn ich das und das nicht mache, kommt es nicht. Super, dann entscheide ich mich dafür, das nicht zu machen. Und wenn mal was nicht so läuft wie vorgesehen und ich wieder in die alte Position komme, habe ich ungefähr verstanden, was ich brauche, um wieder zurechtzukommen. So, das halte ich für eine gesunde Ansichtsweise. Heilbar ist für mich so ein Wort, das wird einfach nur falsch verstanden. Also, und ist noch nicht das Richtige grammatisch gesehen. Ich kenne viele solcher Fälle. Es ist eine Lüge, dem Patienten zu erzählen, du hast jetzt so eine schwere Krankheit, die ist nicht heilbar. Ja, ich blockiere damit sogar Heilung, weil wenn die zu mir kommen und ich sage dann, ja, wenn sie das so machen, ich habe meine Erfahrung gesammelt, ich will nichts versprechen, wir dürfen keine Heilungsversprechen machen. Es gibt auch therapieresistente Fälle, die ich auch nicht erreichen kann, wo sich gar nichts tut, muss ich zugeben. Aber ich weiß nicht, ich könnte mich mit dem Herrn Spiegel wahrscheinlich trotzdem unterhalten. Ich glaube, der ist trotzdem ganz schön gut aufgeschlossen, was das alles angeht. Also, dass er das auch zugibt und sowas, sei es drum, dass er da irgendwelche Supplements verticken will oder was, aber finde ich gut. Also, so gar keine Meinung über den. So, das ist aber gut, glaube ich. Gut, dass ich keine Meinung habe. Aber es gibt Fälle, wo es deutlich weniger wird, und es gibt Fälle, wo alles weggeht. Ja, es kann passieren, aber dann muss ich die entsprechenden Nährstoffe dazu einnehmen und dann kann man auf die Medikamente vielleicht irgendwann verzichten. Es ist möglich, wir dürfen es nicht versprechen. Aber einmal mehr zeigt es mir, dass man als Patient... Jeder, der was verspricht, lügt. Man kann nichts versprechen, man kann es nie hundertprozentig wissen. So, das ist eine rote Flagge, wenn jemand kommt und sagt, ey, ich verspreche dir, deine Symptome weggehen, bin ich schon raus. Glaube ich nicht. Es gibt natürlich Leute, die sind sehr überzeugt von ihren Sachen und das kann man auf jeden Fall kommunizieren und das macht er da und das ist völlig in Ordnung, aber Versprechen, das würde ich ja nie machen. Niemals. Das ist komplett unprofessionell, glaube ich. Da einfach in der Eigenverantwortung ist, sich mit diesem Krankheitsbild auseinanderzusetzen und sich ganzheitlich breit zu informieren und solche Sendungen wie die heutige einfach mit einzubeziehen in den Prozess der Genesung, wie auch immer der Weg aussehen möge. Aber jeder Patient sollte auch die Chance haben, dieses Wissen zu hören und dann zu entscheiden, was will er, was ist sein Weg. Ja, Mann, das ist so wichtig. So oft ist es Thema in Sessions bei mir, dass der Arzt hat wieder das gesagt, der Arzt kam wieder damit und man lässt sich von dem so einlullen, als wenn das die einzige Position der Wahrheit ist, die Quelle der Wahrheit ist. Und das will ich ein bisschen aufrütteln. So. Du musst dein eigener Herr oder deine eigene Frau werden, was das angeht. Du musst wirklich selbst die Verantwortung übernehmen und nicht dich von anderen leiten lassen so sehr. Du kannst ja zum Arzt gehen, du kannst ja die Medikamente nehmen, aber du kannst es auch machen mit Selbstverantwortung und sagen, ich nehme das, weil ich das persönlich für richtig halte. Nicht, weil ich nehme das, weil der das sagt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen zu leben, weil die eine impliziert, dass du ein Opfer bist und dass du von anderen die Hilfe brauchst und dass du dich selber kannst und die andere sagt, dass, nee, ich habe einen gesunden Menschenverstand und ich glaube an mich und glaube an meine Gesundung, ich nehme das selbst in die Hand und schaffe das. Und das ist ein viel besseres Mindset für Heilung. Also per se kann man das schon so sagen. Was will ich ausschließen? Ich meine, es gibt keinen einzigen Grund, diese Dinge, die du aufgezählt hast, auszuschließen, auch wenn ich den schulmedizinischen Reinweg gehe. Ja, natürlich, die gänzen sich ja auch. Ja. Jeder, der die normalen Medikamente hat, ich sage jedem, nimm das erstmal unbedingt weiter und mach das Programm zusätzlich. Und wenn du dich dann sicher genug fühlst, dann kannst du auch in Absprache mit deinem Therapeuten es langsam ausschleichen. Hundertprozentig. Genauso mache ich es nämlich auch. Ich sage immer, nimm erstmal, bis du okay bist.
Bist du das dann so? Es gibt keinen Preis dafür, einen Schub ohne Medikamente zu besiegen. Also da gibt es keinen Preis dafür. Und Medikamente abzulehnen, weil sie Nebenwirkungen haben, das hat auch Nebenwirkungen. Das hat, kann auch schlimme Folgen haben. Muss man auch immer sehen. Die Nebenwirkungen sind furchtbar, weiß ich. Kurze Sicht, ja, lange Sicht, halte ich nichts von. Da gibt es genug, wo man ansetzen kann. Aber wir wollen immer eine komplementäre und keine alternative Medizin machen. Wenn die Leute langfristig so gut geworden sind, dass sie sagen können, ich lasse es jetzt wirklich weg, ich versuche es, dann haben wir eine alternative Medizin. Aber dann müssen wir auch beweisen, dass sie erfolgreich ist. Ja? Was mich aber wirklich stört, ist halt diese Programmierung. Die Leute müssen ja diese Programmierung, ich habe eine unheilbare Erkrankung, da kann man nichts machen, das ist denen ja eingetrichtert worden, dass sie aus dieser negativen Programmierung rauskommen. Ja, ey, hundertprozentig. Hätte er das am Anfang schon gesagt, hätte er mein Herz schon gewonnen gehabt. Jetzt, spätestens jetzt hat er es gewonnen. Das ist das, was wir verstehen lernen müssen. Dieser scheiß Glaubenssatz, dass das für immer da ist, dass du keine Kontrolle hast, dass das nie wieder weggeht, das ist Bullshit. Punkt. Bis der letzte Sargnagel drin ist, werde ich das kommunizieren. Das ist nicht aus meiner Überzeugung, aus meiner Erfahrung nicht wahr. Und noch viele andere Leute haben die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn du immer noch glaubst, das ist unheilbar, dass die Schübe, dass du keine Kontrolle hast, dass du dein Leben lang damit ja, Probleme haben wirst, zweifel das an. Zweifel das hart an. Es gibt genug Beispiele, dass das nicht so sein muss. Das ist ein Statement aus einer Perspektive, aus einer schulmedizinischen Perspektive und nur das. Andere Perspektiven haben andere Ergebnisse erzielt. Es ist nur eine Perspektive von sehr vielen. Versteif dich nicht auf eine. Versuch, offen zu sein für andere. Zu glauben, dass du das nicht in den Griff bekommen wirst, wird dazu führen, dass du das nicht in den Griff bekommst. Wenn ich glaube, ich kann nicht auf Mount Everest klettern, werde ich dann niemals hochklettern. Ich weiß nicht, warum immer der scheiß Mount Everest. Ich weiß auch nicht. Frag mich sowas nicht. Aber wenn ich glaube, dass ich das kann, dann versuche ich es wenigstens. Und vielleicht komme ich bloß bis zur Hälfte. Aber wenigstens habe ich es fucking bis zur Hälfte geschafft. Ne? Es wäre schon mal super, ein super großer Schritt nach vorne, wenn 50% deiner Symptome schon mal weg wären. Also einfach weg wären. So auf lange Sicht auch. An den Rest kann man noch arbeiten. Das kann noch ein bisschen dauern, das kann ein bisschen schwerer werden. Aber das wäre doch schon mal ein wichtiger Schritt nach vorne. Du musst ja nicht gleich symptommedikamentenfrei so morgen werden. Aber zumindest einen Schritt nach vorne machen. Vielleicht irgendwann mal ein Medikament aufsetzen. Das sind schon große Schritte. Das ist schon viel wert. Das fühlt sich schon richtig gut an. Opferhaltung. Ja. Und das geht so tief in die Psyche rein, das kriegt man fast nicht mehr raus. Ja. Das ist wie mit der Diagnose. Wenn du so eine brutale Diagnose wie das kriegst, dann ist das wirklich eine selbstprophezeiende Spirale, oder? Diese Ärztin, ist die auch resistent gewesen gegen solche Studien, dass man dir mal zeigt, da, dass sie das mit... Ärzte sind sowieso resistent, was Studien angeht. Also wenn ich bei dir auf Arbeit komme und sage, dass dir, ich weiß, wie man es besser macht, dann bist du, da ist die erste Reaktion nicht, oh, vielen Dank, freut mich, dass du mir helfen möchtest, meine Arbeit noch besser zu machen. Das ist nicht die erste Reaktion. Die erste Reaktion ist, ey, geh mir nicht auf den Pisser, Alter. Hau ab, lass mir Ruhe. Was willst du? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Und deswegen... Natürlich wird ein Arzt nicht sagen, so, oh, das ist aber interessant, danke, dass du mir das sagen, weil dann müsste er sich eingestehen, dass er nicht alles weiß. Und das will doch niemand. Das ist doch menschlich, so zu reagieren. Einbeziehen. Das weiß ich jetzt nicht, ob der Patient dann mal mit Rheumastudien zu seiner Ärztin gegangen ist. Das weiß ich nicht, ja. Das wäre schon cool, wenn er solches Wissen eben auch unter diesen Kollegschaften verbreitet wird. Ich meine, ich verstehe es auch, dass nicht jeder alles lesen kann, oder? Ja. Also es ist nach meiner Erfahrung wenig Interesse da. Also ich habe selber mal eine routinemäßige Koloskopie gehabt, einfach um nachzugucken, ob da Polypen oder Krebs da ist, diese Vorsorgeuntersuchung. Und der Gastroenterologe hat das wirklich technisch und menschlich prima gemacht. Also das war eine super gute Sache. Ja, vielleicht ist er auch aufgeschlossen. Er behandelt auch viele CED-Patienten. Ob ich ihm denn mal ein paar Studien schicken könnte? Ja, soll er mal schicken. Dann habe ich ihm geschickt. Und das sind wirklich sensationelle Studien. Ich habe aber nie wieder was von ihm gehört. Ja, das schicken Sie mal, ne? Also, ja. I don't know. Ich würde es, weiß ich nicht. Ich kenne selber, wenn mir Leute welche Studien schicken, ich gucke meistens schon mal rein, aber auch nicht so, wo ich mir sage, so, jetzt setze ich mich damit so hart auseinander, vielleicht ändert das meine ganze Art und Weise zu arbeiten. Dafür habe ich noch viel zu viel von meiner eigenen Studie, von den eigenen Büchern noch zu lesen und zu lernen, dass ich mir nicht von einer äußeren Quelle dann so krass beeinflussen lassen würde ich sagen. Also deswegen, ich glaube, es ist ein menschliches Verhalten, dass man auch ein bisschen resistent dafür ist, aber offen soll man sein. Ne? Offen muss man sein. Auch dass eine Studie rauskommt, die sagt, vegane Ernährung ist die beste Ernährung der Welt, die gucke ich mir dann auf jeden Fall genauer an. Nie wieder. Also es ist wenig Interesse da, in diese Richtung tätig zu werden. Ich weiß nicht, warum. Ja klar, es macht viel Arbeit, viel Mühe, das ist viel zeitintensiver,
als ein Medikament zu verschreiben, das glaube ich schon, ja. Aber es ist so beglückend, eben dann mal Therapieerfolge zu sehen, ja. Kinder, die 15 Schüler am Tag haben, zu sehen, dass sie nach 3 Monaten beschwerdefrei sind und dann auch für jahrelang bleiben. Und auch mit den Medikamenten, wir haben es ja eben gesehen, die kriegen immer wieder ihre Schübe. Das macht ja auch mal Spaß, wirklich mal so gute Besserungen zu sehen, wie man sie mit den Medikamenten üblicherweise nicht sieht. Also ich kann jeden Therapeuten nur dazu ermutigen, solche Dinge mal auszuprobieren bei seinen Patienten. Richtig, da wird nämlich auch ganz oft nicht drüber gesprochen, wie die Medikamente halt auch nicht funktionieren. Ne? Und ich kann jeden Patienten nur ermutigen, offen zu sein, aus diesen negativen Denkspiralen rauszukommen, mutig zu sein, mal Dinge zu wagen. Und viele, viele, nicht alle, aber viele, viele werden sehr gute Erfolge erzielen. Mach deine eigenen Erfahrungen. Sei dir ein eigener Wissenschaftler. Probier das aus. Zieh das durch. Mach dir einen Plan. Jetzt mache ich 2 Wochen lang von mir aus das. So, ich halte dich nicht davon ab. Ich halte nichts davon, aber ich halte dich nicht davon ab. Zieh das durch. Hol dir eine App, wo du tracken kannst, wie es dir geht, ob du es gemacht hast, wie viel du gemacht hast. Halt es fest. Und dann hast du selber, weiß nicht, setz dir einen Rahmen, vielleicht muss es länger als 2 Wochen sein, probier das aus. Wenn das nicht funktioniert, super, was gelernt. Wenn es funktioniert, super, was gelernt. So rangehen an diese ganze Geschichte. Ich bin heute bloß hier und mache YouTube-Videos, weil ich das gemacht habe. Immer und immer wieder, mit allen möglichen Sachen, bis ich Erfolg hatte. Und genau das kann jeder andere auch nachmachen. Es wird nur vielleicht immer wieder ein anderer Weg sein. Und andere Dinge. Ich versuche hier so viel wie möglich zusammenzubringen, damit es so einfach wie möglich wird. Danke ganz herzlich, lieber Volker. Gerne. Ja, und auch nochmals ein herzliches Dank, dass du das überhaupt mal so machst. Weißt du, dass du die Patienten so mit Herzblut versuchst, das Beste herauszuholen, ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt einfachere Wege, aber du machst es ja auch nicht einfach, indem du einfach dich immer wieder durchliest, durch alle Studien durch, um dem Patienten das Bestmögliche zu bieten. Und das macht den Unterschied zwischen Arzt zu einem Mediziner, oder? Ich glaube, da bist du wirklich ein richtiger Vollblutmediziner. Nein, ich sehe es genau andersrum. Für mich ist der Mediziner jemand, der ein Medizinstudium abgeschlossen hat. Mhm. Der Arzt ist für mich derjenige, der wirklich Patienten behandelt. Mhm. Mhm. Also das ist so meine Definition und meine Sichtweise. Hast du richtig, hab's auch falsch gesagt. Ich sage immer, ich bin Arzt, ich bin kein Mediziner. Natürlich bin ich auch Mediziner, weil ich Medizin studiert habe. Mhm. Aber ich sehe mich als Arzt und ich versuche, ein ganzheitlicher Arzt in der Tradition von Hippokrates zu sein. Mhm. Hippokrates war ja quasi der Vater der Schulmedizin und der Vater der Naturkunde. Beide Richtungen berufen sich ja noch auf ihn. Mhm. Ja, super. Ich halte auch ganz viel von den beiden. Also ich fand, es war eine gute Geschichte. Wir haben, glaube ich, ganz viel lernen können über Studienaufbau, über andere Wege, die ich nicht so beschreiten würde, was die ganze Geschichte angeht. Zumindest nicht auf lange Sicht. Und insgesamt haben wir ja, wie gesagt, 2 sympathische Leute kennengelernt, die auf jeden Fall schon mal das richtige Mindset haben, was diese Erkrankung angeht. Und das ist so, so wichtig und das ist so, so wertvoll. Deswegen lieben Dank auch an die beiden für das Interview sozusagen. Ich würde sagen, haben wieder was gelernt. Das kannst du auch in Zukunft noch weiter. Deswegen könntest du auch gerne ein Abo da lassen. Dann kriegst du noch weiter Videos von mir empfohlen, wo du noch mehr lernen kannst. Weil das so machen wir das. Wir lernen mehr, wir probieren mehr und dann kriegen wir die ganze Sache in den Griff. Findest du das gut? Dann kannst du einen Daumen nach oben geben. Das wird mir auch weiterhelfen, die Videos nach draußen zu bekommen. Und in Kommentaren von dir lese ich besonders gerne Kommentare von dir. Ja, von dir. Deswegen kannst du dich auch da melden. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Sehe dich im nächsten Video wieder und mach's gut.